Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zum achten und damit letzten Part von meinem letztjährigen... Herzlich willkommen zum letzten Part von Demon's Crest. Ja, was soll ich sagen? Lange nicht gesehen? Vor allem nicht mich in Kombination mit dem guten Firebrand? Wie ihr wisst, habe ich im letzten Demon's Crest Part erwähnt, dass wir uns das wahre Ende noch anschauen wollen. Muss aber zugeben, der Weg dahin war gar nicht so einfach. Deswegen hat es mit dem Video auch ein bisschen länger gedauert. Ich habe mich sehr lange vor diesem Video gedrückt, muss ich sagen. Ich kann auch versprechen, dass dieses Video das bisher stressigste Video in diesem Jahr ist. Vielleicht sogar in meiner gesamten YouTube-Laufbahn. Höchstwahrscheinlich sogar. In meiner gesamten YouTube-Laufbahn. Aber mit diesem Part wollen wir uns mit Firebrand auf den Weg begeben zum wahren Ende. Um auch endlich einen Schlussstrich ziehen zu können. Wie ihr in meinen anderen Videos schon mitgekriegt habt, finde ich die Mystikers super klasse, aber irgendwann muss auch Schluss sein. Und in diesem Video seht ihr, warum jetzt erst recht Schluss sein muss. Falls ihr die vorherigen Parts noch nicht gesehen habt, oder euch vielleicht auch einfach nicht mehr sicher seid, was war da nochmal, guckt gern in der Playlist vorbei, gleich der erste Link in der Videobeschreibung. Und wie immer, schön, dass ihr alle da seid. Lasst doch gerne noch ein Abo da und jetzt viel Spaß im letzten Part von Demon's Crest. Und da haben wir ein Passwort gekriegt, Leute. Und das schreibe ich mir mal ganz schnell ab oder mache mal einen Screenshot, weil ich glaube, das brauchen wir, um das wahre Ende zu sehen. So, dann wollen wir doch mal schauen. Warum das früher alles mit Codes gelöst wurde, keine Ahnung. Es wäre eigentlich viel einfacher gewesen, wenn die gesagt hätten, so, das reguläre Spiel ist durch, jetzt darfst du nochmal Gas geben. Na gut, dann machen wir halt mit Code. So, sollte soweit alles richtig sein, dann rein. Mal gucken, was uns dieses Passwort gebracht hat. Okay. Gar nichts. Hä? Soll ich da jetzt wieder rein? Oder ist irgendwas Neues aufgetaucht? Ich gucke mal ein bisschen um. Moment. Ich habe doch eine Karte. Also, Amas Schloss wird angezeigt. Da ganz oben rechts. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Das müsste neu sein. Da ist Phalanx sein Schloss. Das echt kacke aussieht. Da ist ein neues Schloss. Ja, tatsächlich. Ja, dann reiner. Leute, ein neues Level. Es gibt nach dem Beenden des Spiels immer noch neue Level. Und? Ultimate Gargoyle. Das ist ja eigentlich so special. Das ist ja komplett anders. Gedenkst du? Ja, gucken wir uns mal an, ne? Oh, lol, wir sind lila. Ja, das ist doch das gleiche, ne? Boah, ist nahezu der gleiche, nur dass er noch übertriebener aussehen. Und wir können rammen, Leute. Wir haben den Earth Gargoyle in uns. Ja, Rural, jetzt sind wir komplett übertrieben. The Ultimate Gargoyle. Ah, cool. Sehen auch ganz geil aus, die Schüsse. Und ich glaube, wir können auch, ja, schwimmen. Na, so ähnlich, also wir können halt im Wasser springen. Ey, Leute, wie geil ist das? Jetzt mal ehrlich, wie geil ist das? Obwohl ich sagen muss, der Tidal Gargoyle kann immer noch besser Wände unter Wasser zerstören. Was mir aber scheißegal ist. Ich habe alle Fähigkeiten beisammen in eine Form. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Elixiere und nix. Wir nehmen die Powers. Sollten wir mal ausrüsten. Ja, Elixiere verzichten wir dann drauf. Wir gehen mal durch. Mal gucken, was passiert. Was ist überhaupt für ein komisches Level? Einfach irgendein Schloss, was unter Wasser steht. Ey, das ist so cool. Ne? Nie wieder Schaden unter Wasser. Und ich kann sofort fliegen. Und was das Coolste ist, ich habe den Aerial auch, Leute. Den Aerial habe ich auch. Das habe ich tatsächlich irgendwo sogar gelesen, dass er alles vereint. Außer den Firebrand. Ach nee. Ah, cool. Auf A kann ich so ran. Dann fliege ich übrigens auch hoch. Wenn ich nach oben drücke und A, dann macht er den Firebrand. Ah, cool. Haben sie geil geregelt. Oh, das scheint der Endboss zu sein. Der allerletzte, letzte. Okay, was ist er für einer? Wieso kann ich den nicht treffen? Oh, ich kann ihn treffen. Na gut. Ich habe nichts gesagt. Die Schüsse aber nicht. Das ist doch nur ein Schuss, ne? Was hat er jetzt vor? Ach du heilige Shit! What the hell, Digga? Dennoch so ein Verfolgungsschuss. Willst du mich eigentlich völlig verarschen? Das ist ja echt richtig mies. Oh, er ist weggefadet. Er hat's verwandelt! Was er tut. Was ist er denn, ey? Das ist ja noch heftiger als Phalanx. Hilfe! Er ist komplett weggeprügelt. Ich kann ihn nicht treffen, weil er jetzt irgendwie Special Power hat. Alter, er schießt ja die Kacke hin und her, Alter. Ich habe mir das Gefühl, ich bräuchte wieder Elixiere. Wie komme ich da bloß drauf? Alter, das ist ein ganz anderes Level hier. Was ist denn verkehrt mit diesem Dude? Nein, versuchen wir noch ein paar Mal. Komm. Den schaffen wir auch ohne Elixier. Sehe ich ganz genau. Der hat nichts drauf. Der tut nur so. Aber warum er zwei Formen hat, das ist ja übel geil. Ich meine, er sieht so schon übel krass aus. Aber dann verwandelt er sich einfach nochmal. Ja, vielleicht habe ich ihn aber auch genug schon abgezogen gehabt. Ich meine, jetzt sieht es gerade nicht gut aus, weil ich ihn nicht einmal getroffen habe.
Ey, das ist so mies, dass das Ding verfolgt, ne? Ich meine, wo soll ich denn hin? So, ich muss ihn oben treffen. So viel haben wir schon rausgefunden. Unten geht nämlich nicht. Oh Gott, das Fliegen war schon... Ach nee, er verwandelt sich einfach, wenn er Bock hat. Na, schade. Die Hoffnung war groß, ich hätte ihm ein bisschen was abgezogen. Alter Schwede, das wird eine Nummer, sag ich euch. Das ist ja Wolf mal 10 oder so. Ich sollte vielleicht nicht rechts fliegen, wenn er auch rechts fliegt. Na, ich habe ihn getroffen. Ich habe mehr geschafft als eben. Ja, noch ein Treffer. Die Frage ist, ob er die Energie behält. Oh, ich kann ihn auch treffen, wenn er den Kram macht. Ja, das ist so unfair mit dem... Oh, ich kann ihn doch zerstören. Ich muss nur öfter schießen. Ja, sehr oft schießen. Das lohnt sich fast gar nicht. Ey, so mieser. Ich hab grad geschossen. Ja, ja, jetzt treff halt noch mehr. Oh Gott, Hilfe. Ach, er macht Stacheln am Boden. Er verändert the map. Be down. Shit. Jetzt sollte ich doch den Armor nehmen, die Rüstung. Nee, komm, wir versuchen es weiter. Wir sind jetzt der ultimative Gargoyle. Ich flieg immer in die gleiche Richtung. Richtiger Trottel. Ja. Ja, noch ein Treffer. Dass ich nicht unten treffen kann, ist ein bisschen schade. Aber nur ein bisschen. Komm schon. Oh, hab ich ein paar Mal getroffen? Ich hoffe. Also ich würde gern unter ihm bleiben, wenn ich darf. Bin schneller als er. Ich habe ihn noch... Oh, als wenn er gerade weggegangen ist, wo der Shot getroffen hätte. Hoch, hoch, hoch. Nein, er ist unsterblich. Unsterblichkeitspowers. Ach, er macht die Stacheln hin, wo er will. Alter, wie viele Dinger der schießt. Das ist doch komplett übertrieben, Leute. Das ist echt für Leute, die sich dachten, ja gut, das Spiel war jetzt nicht leicht, aber... Ich brauche unbedingt noch mehr Herausforderungen. Bin ich eigentlich nicht der Typ für, aber gut, ich will ihn trotzdem besiegen. Also Heidewitzka. Also da war Phalanx ja wirklich ein Kleinkind gegen. Oh, schade, ich trotzdem nur mal. Aber so, geht auch. Ja. Ja, also das läuft doch besser als eben. Als wenn ich ihn nicht treffe, ey, es ist doch mies. Junge! Weg damit. Es kommt auch immer sofort ein neues, ne? Ach, warum muss er diesen Unsterblichkeitsmodus haben? Ey, das hat der Wolf auch immer gemacht. Das hat mich da schon übelst gestresst. Vor allem, er macht den ja, wie er Bock hat. Okay, hier habe ich eine ganz gute Höhe gerade. Oh, ja, hätte ich gehabt. Oh Gott, nein, da hätte ich easy ausweichen können. Nein, in die Stacheln, ich glaub's bald. Seine schlechteste Attacke und ich flieg da mitten rein. Das Geböller wird nicht weniger. Komm, stirb doch jetzt. Mach doch mal nicht diesen. Das ist übrigens der Dark Demon. So heißt er anscheinend, der dunkle Dämon. Hat keinen eigenen Namen, so toll ist er nicht. Oh ja, aber viel stärker. Ja, okay, er fliegt eh dahin, wo ich hinfliege. Ich dachte, er fliegt immer nach rechts, aber das hat er nicht vor. Na gut, bisschen gemütlich spazieren gehen hier unten. Okay, hab ich ein paar Mal getroffen? Ich weiß nicht. Ich muss diese Kugeln immer wegkriegen. Wenn die mit einem Schuss tot wären. Okay, mit zwei kann ich mit leben. Mit vier? Nee, das ist echt mies, Alter. Ich frage mich, ob er sich wieder irgendwann wieder zurückverwandelt, wenn er keinen Bock mehr hat. Aber ich glaube nicht, weil er eigentlich hier komplett eskaliert. Wenn man eventuell hört und sieht und mit anderen Sinn vielleicht noch erfährt, was, glaube ich, nicht so unbedingt möglich ist. Okay, jetzt macht er nur den Unsterblichkeitsmodus. Geht's noch? Die kannst du eigentlich öfter machen da oben. Ich weiche zwar nie aus, aber dann kann ich dich jedenfalls treffen, Arsch. Oh Gott. Er guckt schon immer, wo ich rüberfliege, ne? Wenn ich runterfalle, auch bloß in den blöden Stacheln. Ich bin übrigens down, Leute. Mann, ey. Was ein Miesling. Also, die Überlegung wäre noch, nichts hier zu holen. Ist jetzt noch nicht komplett raus, der Plan. Ey, das Ding fliegt auch in mich rein, dass ich es nicht mehr treffen kann, ne? Und dann bleibt es einfach stehen. Dann geht das Ding nicht kaputt, Mann? Eben ging das doch kaputt. Die Hälfte Energie, ein so ein Kack-Verfolgungsding abgezogen. So in etwa. So, weg damit. Es lohnt sich halt nicht, die Dinger wegzuschießen. Na toll. Ah, er verwandelt sich jetzt schon. Lol. Ich hab gar nicht den Regen gemacht. Dass die Höhe ganz gut war. Och, hör doch auf mit diesem Unsichtbarkeitsscheiß. Was soll dies? So, wenn dann lass ich jedenfalls treffen. Boom. Gibt's noch eine. Ich hol mir Elixiere, Leute. Ich glaube, das wird so nix. Aber nice. Sehr geil. Optional. Sogar mit einem komplett eigenen Level. Dann holen wir uns Kohlen, glaube ich. Ja. Jetzt muss ich auch nie wieder die Gargoyles wechseln, weil ich habe ja jetzt... Oh. Den Ultimate Gargoyle. Das heißt, ich kann fliegen, ich kann schwimmen, ich kann machen, was ich will. Hehe. Die Welt ist mir offen. Jetzt haben wir wirklich alles, Leute. Seht euch das an. Mehr gibt's nichts zu holen in diesem Game. Zack. Kohlen habe ich gar keine, ne? Ne. Ja, man muss immer wieder ins Hauptmenü in das Spiel neu starten und ist natürlich alles weg, was man Kohlen gesammelt hat und Getränke und so. Ist ein bisschen schade. Ah, so ein Ding, was weiß ich, einfach neu laden oder so, wäre eigentlich geiler gewesen. Dann hätte ich meine ganzen Elixiere nämlich noch. Ja, gut, ist ein bisschen stressig, ne? Aber jetzt auch nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Und ganz ehrlich, jetzt sind wir so weit gekommen. Also da lassen wir uns nicht mehr unterbuddern jetzt von dem Typen. Und wenn ich ein paar Elixiere in der Tasche habe, würde er ganz schnell klein beigehen. Ja, vielleicht nicht ganz schnell, aber irgendwann. Mit Sicherheit. Und wir haben halt auch die heftige Armor, ne? Da oben. Ah, im Prinzip haben wir alles, was wir bis jetzt hatten, haben wir jetzt in einer Form vereint.
Und ich habe mich schon gefragt, wenn wir schon ein legendärer Gargoyle sind, was soll man da noch mal kriegen? Ja, ein ultimativer natürlich. Klar. Vielleicht sollte ich auch, wenn ich Geld farm, Krone ausrailen zum Geld farmen. Komm doch mal ein bisschen mehr. Da. Gleich ordentlich die Kronen. Ja, wie gehabt. Ne, in der Tutorial Stage ein bisschen hinterherlaufen. Ist eben mein Lieblingsstage eigentlich. Die ist so schön. Es ist so friedhofmäßig da hinten. Ein bisschen Nebel und so, die Bäume. Und die Musik. Einfach wunderschön. Es wäre auch eine Überlegung, wieder die Shadows zu kaufen. Ich meine, bei Phalanx habe ich die jetzt nicht benutzt. Aber da wird ja so heftig viel rumgeböllert. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, wenn man da zwischendurch mal ein Schild benutzt. Das ist ja sonst nahezu unmöglich. Also meine Güte, wird gar nichts mehr frei. Wenn der erstmal am Böllern ist, der Junge. Oh, ich liebe meine neue Form. Es ist so cool. Ich fand die Zeitform schon so übel geil. Und jetzt haben wir einfach eine noch heftigere Form. Einfach die heftige Form. Und ich kann ja auch einfach, wenn ich will, hier einfach hochfliegen. Ui. Oder ran. Bringt aber nichts, weil ich damit keinen Schaden zufüge. Übel geil. Übel geil, Leute. Jetzt wäre natürlich der Rest des Spiels schön easy, weil ich nie wieder tauschen muss. Problem ist, wir haben das Spiel natürlich durch, also. Wie man es aus Spielen kennt, das Geilste kommt immer zum Schluss. Und du denkst dir, scheiße, jetzt brauche ich das Ding aber gar nicht mehr. Nur für einen Boss. Aber der Boss ist auch knackig. Haben wir jetzt schon wieder 300 GP. Ja, ich würde sagen, bei 600, was hat ein Shadow gekostet? 10 oder so? Ich glaube, wenn wir 600 haben, dann kann ich mal wieder einkaufen. Dann hole ich mir den ganzen Schissel und dann geht's wieder ins Battle. So, an sich müsste das eigentlich reichen. Den Rest holen wir uns, würde ich sagen, indem wir hier durchs Level schlendern. Zack. Dann nehme ich auch noch ordentlich Kohle raus. Ja, geht. Da ist nur einer. Jetzt, wenn ihr jetzt noch eine Chance habt, Leute. Ich bin Ultimate. Wollt ihr jetzt noch gegen mich machen? Gar nichts? Oh Gott. Der einfachste Gegner im Spiel. Mir Schaden zugefügt. Wie ist das möglich? Hörst du mal auf? Wenn ihr erstmal anfangen mit werfen, ne? Haben sie auch nichts Besseres mehr zu tun. Und hier kommen nochmal die fetten Kohlen raus. Jetzt haben wir ja dicke genug. Hä, wieso ist der Greif wieder da? Der war doch eigentlich weg. Bloß wir können das Spiel jetzt doch nochmal spielen. Also wenn jetzt gleich Armor und so kommen, spiele ich alles nochmal durch. Einfach, weil ich Bock habe. Und dann zeige ich dem mal, wo der Hammer hängt. Achso, wir sammeln ja gar kein Geld mehr, ne? Ah, er ist jetzt schon halb tot, also. Gut, hat sich erledigt. Klappschwanz. Also wenn der hier wiederkommt, müsste eigentlich jeder Gegner wiederkommen. Wäre eine Überlegung, die einfach mal zu machen, so einen kleinen Boss-Rush-Modus. Müssen wir nicht, wir müssen nur diesen Dark Demon besiegen. Aber an sich ist das geil. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ich muss nicht auf Ariel wechseln, ich kann einfach hochflattern. Der mächtigste Demon. The ganze World. Jetzt macht das Spiel richtig, richtig Spaß. So viel kann ich schon mal sagen. Kein Klettern mehr. Brauchen wir vorher auch nicht, weil wir einen Ariel hatten, aber na gut. Ich kann die Wände auch einfach zerschießen. Ich kann alles, Leute. Ich kann alles. Ich kann sogar tauchen mit ihm. Was ist das für ein krasser Dude? So, Armer. Oh. Ich kann aber keine Vasen am Boden zerschießen. Das hat er nicht drauf. Schade. Irgendein Manko muss er ja haben. Oh, Armer kommt tatsächlich wieder. Der Long. Der Billig-Armer. Vom ganz Anfang. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Ja, ja, bla, 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 bla. Ich werde sein, der ich besiegt. Das glaube ich ja weniger. Zwei Schüsse. Armer! Das war aber jetzt ein spannendes Battle. Ja, ja, lach ruhig. Worüber lachst du? Ich fand's aber auch lächerlich. Eigentlich bin ich der, der lacht. Ja, gut. Das war ein fast schwerer Bosskampf. Okay, dafür kriegen wir noch einen. Das überrascht mich jetzt nicht. Ja, Leute, es ist die letzte Folge, ne? Es ist das wahre Ende hier. Das Einzige, was eigentlich wir machen müssen, ist diesen Dark Demon zu besiegen. Deswegen, komm, wir machen's. Jeden Boss nochmal bekämpfen. Zumindest jeden, der irgendwie großartig relevant ist. Zwar mit unserem Ultimate Gagger. Mal gucken, was uns der Typ hier zu vertellen hat. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Hey, du bist der eine, der Phalanx besiegt hat. Bist du es nicht? Ja, bin ich. Ich habe ihn wirklich besiegt. Ich schulde dir meinen Dank, weil ich die Regeln nicht mochte, zu denen wir gezwungen wurden, uns an sie zu halten. Ne? Nichts gegen dich, aber Dämonen sollten nicht die Kraft haben, zu herrschen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber jetzt habe ich die Kraft zu herrschen, also ist mir eigentlich egal. Das ist wirklich das einzige Manko. Weil... er kann das. Und mal ehrlich, also die Schüsse sehen auch irgendwie geiler aus, oder? Aber die Schüsse sehen auch ganz cool aus. Also sind die alle froh, dass wir Phalanx besiegt haben, anscheinend. Schön, schön. Jetzt wird gebattelt, Leute. Jetzt wird gebattelt. Er ist jetzt halt nicht schneller als der Ariel, ne? Er ist eigentlich genauso vom Fliegen. Das Ding ist aber, was er auch nicht kann. Ach, doch, kann er ja.
könnte es auch verschieben. Ich könnte es auch da rein, aber will ich nicht. Ich will den Skelett-Boy. Rache für damals, als er mich so fertig gemacht hat. Ich glaube, das Schwerste sind jetzt die ganz normalen Gegner. Aua. Oh, er hat mich fast gekillt. Ja, ja, bla bla. Ihr nehmt mich auch alle, Leute. Ihr langweilt mich inzwischen. Dafür bin ich zu mächtig geworden. Mr. Skelett-Dude? Sind Sie da? Offensichtlich? Da ist er ja. Den kenne ich doch. Fangen wir es denn machen, wenn ich fliegen kann. Ja, gar nichts. Ja, easy. Was waren das jetzt? 4 Schüsse? Was habe ich erwartet? Dass er schwer wird auf einmal? Und wieder voll geheilt. Ja, wir haben auch ein halbes Herz verloren. Meine Güte, das war aber knapp. Also man kann die Gegner jetzt wieder machen, was ich ganz cool finde. Was kommt man nicht, als ich versucht habe, als den wahren Phalanx besiegt habe? Ja, ich denke mal, das ist nur so zum Spaß. Wir kriegen ja nur Heilung. Wir kriegen ja nichts Dolles mehr. Wir haben ja alles. Aber ganz ehrlich, mir macht Spaß, deswegen nice. Wieder im Tower. Diesmal als ultimative Form. Vor allem jetzt können wir klettern und fliegen. Geil. Das war nämlich das Blöde am Turm. Mit dem Aerial ist es gar nicht so einfach, weil man sich nicht festhalten kann. Aber der Firebrand kann natürlich dafür nicht hochfliegen. Das ist dann wieder auch blöd bei ihm. Ich glaube, das erste Mal, dass ich im Turm bin und nicht einmal getroffen wurde von irgendwelchen Stacheln. Okay, ich spiele das Spiel auch schon, ne? Ein bisschen? Ein paar Stunden? Jetzt habe ich alles raus. Jetzt bin ich cool. Jetzt weiß ich, wie man fliegt. Das bezweifle ich doch stark. Werden wir vom Wind weggeweht? Nee. Also ist wirklich der Aerial. Ich würde sagen, wir gehen nicht zweimal in irgendwelche Level rein. Das heißt, ich werde hier nur gucken, dass ich Arme am Großen und Ganzen kill. Ich werde dann nicht diesen Insektentypen nochmal bekämpfen. Ich will eigentlich nur die, die krassen Bosse. Die fetten. Die hole ich mir. Fette Beute, was soll ich mit den Nobodies da? Mit dem hier, der jetzt gerade kommt. Question, was mir awarded. Nämlich der da. Aber egal. Da müssen wir leider durch. Ich meine, der letzte hat, wie viele Schüsse hat er ausgehalten? 2? Ja, der hält 3 aus. Schwierige Kämpfe, muss ich schon gestehen. Ohne Ione. Das finde ich ja an sich ganz okay, dass sie alle Heilung geben. Ist ja auch in Ordnung, obwohl ich keine mehr brauche. Aber es wäre eigentlich noch geiler, wenn die einfach übel viel Geld geben würden. Das ist natürlich nervig für die, die dann unendlich viel Geld haben und das nicht mehr brauchen. Wie man es auch macht, man kann es eh keinem recht machen. Meine Heilung ist schon völlig in Ordnung. Aus dem Geld gibt's ja hier. Na, ihr blöden Geister? Da flicke ich euch davon. Arma, ich komm dich holen. Oh, Green Arma, den kennen wir. Der war tatsächlich gar nicht so einfach, als ich ihn das erste Mal bekämpft habe. Ja gut. Ne, hält aus. Der hält aus. Ich nehme alles zurück. Hey, das letzte Mal gab es hier das Crest of Air. Das Luftzeichen. Jetzt gibt's hier nur so Bullshit. Zeilung? Was ist das für eine Täuschung, Armor? Und ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann in den Wald. Die Reihenfolge muss ein bisschen eingehalten werden. Und natürlich nehmen wir auch hier Ultimate Gaggle Paris. Easy durch den Wald fliegen, würde ich sagen. Ich war ja mit dem Aerial eigentlich schon ganz chillig. Es ist nur im Wald, dass es diese Terrorlex gibt. Oh, hier gibt es auch Kohle. Sehr schön. Aber wir brauchen keine mehr. Wahrscheinlich. Alles, was natürlich droppt, können wir immer noch mitnehmen. So, und das Witzigste ist jetzt, wir müssen ja gar nicht fliegen. Wir können auch einfach durchs Wasser durch. Wozu noch fliegen, wenn ich schwimmen kann? Das mache ich jetzt eigentlich nur. Ich hätte jetzt auch rüberfliegen können. Ich mache das jetzt eigentlich nur, weil... Erstmal sind die Fliegenden oben nerviger als die Fische. Und zweitens, ja, ich find's geil. Ich kann durchs Wasser. Aha, der Wald fängt aber nicht neu an zu brennen. Sind nur die Bosse wieder gespawnt. Ja, eigentlich hätten wir erst in den Wald gehen müssen und dann in die Türme. Das habe ich jetzt ein bisschen verkackt, aber ist ja auch egal. Ich werde einfach nur alle Bosse nochmal beseitigen. Kann wohl nicht angehen, dass die Bosse alle wieder auftauchen. Gucken, ob der schwer ist. Also verwandelt sich jetzt schon mal. Das überrascht mich. Nicht unbedingt. Okay, ist immer noch nerviger als jeder andere Boss, den ich kenne. Okay. Oh, er hat mir ein ganzes Herz abgezogen. Das muss man ihm lassen. So, was war denn der nächste auf unserer Liste? Das war dieser schleimige Dude, ne? Ja, ist egal. Ich hol mir alle Bosse. Dann gehe ich halt erstmal in die Gezeitenhöhle rein. Aua, lass mich ein paar Mal treffen noch. Und Dan ist auch in Ordnung. Wo war denn die Gezeitenhöhle nochmal? Ich bin schon vorbei, glaube ich. Ach nee, hier kann man auch rein. Ja, das Wasser ist weg. Da ist es. Ist mir egal, ich kann schwimmen. Und fliegen. Als nächstes, Krebstyp. Doppelboss. Ich schieße ihm mal das untere zuerst weg. Mal gucken, ob es klappt. Ja, das haben wir nämlich beim letzten Mal nicht gesehen. Was macht er jetzt, wenn er alleine ist? Rollen. Oh Gott, er verfolgt ja. Okay, man sollte wohl den Kleinen zuerst töten. Das ist übel stressig. Aber dafür ist er mit einem Schuss down. Mit unserer ultimativen Craft. Ja krass, haben wir es auch mal gesehen. Der Große fängt an zu springen, wenn der Kleine weg ist. Und der Kleine dreht vielleicht am Rad. Easy going. Es ist echt angenehm, hier einfach durch die Level zu gehen. Alles wegzuschießen mit 2-3 Schüssen. Jetzt brauchen wir erst die Moonfire von Fireblade wirklich nicht mehr. Jetzt brauchen wir ja nicht mal die Time Crest mehr. Ja, höchstens um so eine Sachen hier am Boden wegzumachen. Aber ich glaube, ich kann da auch einfach durch. Deswegen ist es auch eigentlich egal. Switchen brauche ich nicht mehr. So, Schleim-Dude. Ich komme.
Wie geil, ich kann hier einfach rüberfliegen und muss gleich nicht zum Erbtuch wechseln. Ich kann es nicht oft genug betonen, es ist einfach geil, Leute. Akzeptier das. Ich akzeptiere sowieso. So, einmal weg. Und einmal rein. Ab durch die Dunkelheit. Die Frage ist, ob wir Licht anmachen können mit ihm. Ich glaube nicht. Weil er hat ja eigentlich kein Feuer. Werden wir sehen. Ich kann die Leute am Boden nicht treffen. Das war ein Versuch wert. Aber beim Earth-Dude hat es ja auch keinen Schaden gemacht, das Ram. Warum soll das bei ihm dann Schaden machen? Jetzt mal wegspucken. Heilung nehmen, um Schaden zu kassieren. Macht Sinn. Na? Oh, hab's noch gekriegt, ohne Schaden zu nehmen. Mann, bin ich crazy. So, ich muss einfach so schnell durchfliegen, dass das Licht gar nicht ausgehen kann. Na gut, so schnell kann man gar nicht sein, habe ich das Gefühl. Nee, ich kann kein Licht anmachen. Ich kann mal versuchen, aus Spaß, was jetzt schon kacke ist, im Dunkeln hier durchzugehen. Na, hier hoch war das, glaube ich. Oh. Und aufpassen, weil hier über Stacheln sind. Dann einfach hier rechts rüber, glaube ich. Ich glaube, wir sind schon da. Ja, gefunden, im Dunkeln, Leute. Bin ich nicht krass? Der krasseste Spieler aller Zeiten. Brauchen wir die Heilung? Unbedingt. Oh, bin schon wieder drin. Gut, dass ich diesmal rausgefunden habe, dass man gedrückt halten kann. Ah, das wäre schon wieder fast gewesen. Er hätte fast den Ultimate Gargoyle besiegt. Unmöglich. Das könnte einer der stressigsten Endgegner tatsächlich jetzt sein. Okay, die Augen sind in einem Schuss weg, aber ich muss jedes einzelne Auge abschießen erstmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wird auch mit einem Schuss tot sein. Genau wie seine kleinen Kackaugen hier. Der hat ja beim ersten Mal schon nicht wirklich viel Energie gehabt. Weg, 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 weg. Oh. Noch treffen? Jo. So, kommst du los oder? So, ich komme, um dich zu holen. Ja, kommt los. Ja, bin's Auge. Der war fast schwer. Und da verbrennt er wieder. Immer wieder schön, wenn man die Gegner sieht, wie sie untergehen. Wen haben wir denn da noch? Da fallen mir noch zwei ein. Eigentlich noch mehr. Ich glaube, in Atlantis war doch was los. So, Leute, stimmt jetzt ab. Nehmen wir die Schnecke zuerst oder den anderen? Aha. Hat die Abstimmung nichts gebracht, hä? Ist auch ein YouTube-Video. Nein, wir nehmen erstmal, wir machen die gleiche Reihenfolge. Das heißt, Schnecke kommt als zweites. Wir machen erstmal den Crawler. Ja, den kriechen hin. Zack. Hab ich Heilung. Okay. Die Gegner brauchen wir keines Blickes zu würdigen. Obwohl, vielleicht doch. Mach einfach mal. So, Abkürzung genommen. Und weiter. Ah, aber oben ist offen. Okay. Zack. Voll geheilt. Ein schwerer Kampf. Oh, das wird so entspannt, ey. Ich muss nicht wechseln, um über ihn rüber zu fliegen. Übel geil. Zack. Zack. Oh, ist jetzt schon halb tot. Oh, ich kann die Typen nicht treffen. Oh, er hat das Auge aufgemacht. Ja, erledigt. 4 Treffer. Immerhin. Er hat so etwas getan, wie sich gewehrt. Ja, okay, das ist wirklich die einzige Schwäche von diesem Ultimate Gargoyle, ne? Ich kann Sachen am Boden nicht vernünftig treffen. Klar, durch so eine Vasen kann man durch. Achso, wollen wir wieder rein? Was nicht geht, geil. Gut, dass wir nicht mehr so viele Gegner am Boden bekämpfen müssen. Deswegen alles cool. Und jetzt geht's erstmal under the water. Und dann das wieder erkunden. Brauchen wir nicht mehr erkunden, weil wir alles schon kennen, aber... Also wenn man schon ein Ultimate Gargoyle hat, dann will man ja auch spielen. Ich hab jetzt keinen Bock, gegen irgendeinen so blöden Boss zu kämpfen. Was zwar kacke schwer ist. Aber es ist immerhin nur ein Boss. Das ist mir zu wenig. Ich will sie alle. Die Frage ist, ob man gegen Phalanx auch nochmal spielen kann. Wäre eine Überlegung wert, das mal auszuprobieren, ne? Weil dann sind wir ja gar nicht mehr angewiesen auf die Plattform, weil wir fliegen können. Und wir müssten eigentlich auch noch mehr abziehen. Ich glaube, der müsste noch stärker als der Side-Dude sein. Oh Gott. Da habe ich fast das Gefühl, dass mit dem Wassergargoyle geiler ist hier durch das Schwimmen. Ja, die ganzen komischen Abkürzungen und so. Was heißt Abkürzung? Ganze Abschnitte, wo es irgendwas zu holen gab, brauchen wir natürlich uns nicht mehr antun. Okay, er kann sich festhalten. Das ist ganz schön nervig teilweise. Oh. Aber guck mal, die Stacheln, die kriegen mich auch kaum down. Alles cool. Easy going. Einfach durch. Können natürlich auch, weil ich keinen Bock mehr habe und mir denke so, ach scheiße, ich muss mich doch mal heilen. Kann ich auch einfach den Skull nehmen, weil ich glaube dann irgendwie 80% der Gegner irgendwas zum Heilen droppen. Ja, es ist wirklich einfacher mit dem Fisch, weil er sich immer festhält, wenn ich schießen will. Dann schießt er natürlich zur anderen Seite. Ist ein bisschen nervig, aber wer bin ich, dass ich mich darüber beschwere? Also wirklich. Ist mir sowas von shitty goal. Und ein bisschen durchschwimmen. Ich glaube, jeder Treffer ist mir völlig latz. Aber wir sind eh fast unsterblich. Wir sind Ewigkeits-Gargoyle. Obwohl, wir sind Ultimate-Gargoyle. Wir haben so Ewigkeits-Quest. Ah, okay, vielleicht kriege ich... Ich habe eine Idee, wie ich den Fisch vielleicht nachher kriege. Der fast unmöglich zu kriegen ist. Okay, der ist ja auch schon richtig kacke zu kriegen, ne? Man kann sie so ein bisschen locken. Und schon geht's einfacher, sie wegzuschießen. Aua. Schnecke, Schnecke, Schnecke! Wo bleibst du bloß? So, und den Plan hatte ich eigentlich schon beim ersten Mal. Einfach so eine Lücke lassen. Weil dann kann ich ja nicht getroffen werden. Das ist ja schlau.
Jetzt habe ich den Plan schon wieder vergessen, den ich eben hatte anscheinend. Schön, da sind wir schon. Schnecke, Kampf Nummer 2, sag ich einfach mal. Ich glaube, ich bin zweimal gestorben bei ihm. Dann Kampf 3 oder 4, irgendwie so. Irgendwas in die Richtung. Auf ein neues Schnecke. Aber nicht gegen die Water. Ultimate. Oh, zieht mich ganz gut an. Hä, ich kann ja mich übel frei bewegen. Also jetzt, das nach oben ist halt kacke, aber... Hey, die hält Verhältnis mit 4 aus, ne? Ich meine, die glüht schon ganz schön. Oh, du Feigling. Das war ja nicht der Ernst jetzt. Schluck den letzten Schuss und lass es sein. Weggefadet. Und eh wieder voll geheilt, also ist mir das auch egal. Die ganzen Stacheln, die mich halb umgebracht haben. Ja. Atlantis. Ich bin abgeschlossen. Ja, dann ab in den Eispalast. Ich sag euch gleich, gegen den Wolf werde ich nicht kämpfen, auch wenn ich jetzt nicht keinen Respekt mehr habe vor ihm. Ja, Respekt schon, aber kein Bammel mehr. Aber er ist hier nur ein Zwischengegner. Ich dachte, das wäre hier der heftige Boss. Und wir werden auch in Phalanx Schloss gehen, also da werden wir auch noch einen Wolf finden. Also cool. Ich will den Kampf mit Arma. Und das Eisschloss, da sind wir schon. Also wenn er schon Krallen an den Füßen hat, ne? Wieso rutscht der eigentlich? Warum haut er die nicht einfach ins Eis rein, damit er nicht rutscht? Wäre doch eigentlich eine smarte Idee, oder? Aua, Stacheln. Ja, da war ja nix. Aber toll. Ein bisschen Kohlen können wir noch mitnehmen. Brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr, weil wir haben genug für die Elixiere, die ich mir auf jeden Fall gleich gönne. Oh, aber hey, why not? Ach komm, einfach durchfliegen. Soll ich mich hier lange mit den Leuten aufhalten? Oh nein, ein Bosskampf. Mr. Fliege hin und her. Na mal gucken, der war stärker als der andere im Turm, den ich jetzt nicht extra gemacht habe, weil ich hab's ja gesagt, ich will eigentlich so einen Zwischengegner gar nicht unbedingt bekämpfen. Finde ich unnötig. Ich meine, könnte man auch machen. Aber naja, solange wir die heftigen Hauptgegner killen, ist alles cool. Wow! Ja, der hält aber aus, ne? Das muss man ihn lassen. Ich habe doppelten Schaden drauf. Und Ultimate Geico. Deswegen ist er auch down. Und ein paar Schüsse hat er geschluckt. Yeah, Fire Party! Voll geheilt. Ab zum nächsten Boss. Jetzt wieder die Frage, wollen wir es im Dunkeln versuchen? Hier mit Sicherheit nicht. So, ein bisschen Licht und dann ganz schnell versuchen, so weit wie möglich durch. Kackfledermäuse, ne? Unfassbar stressig. So, das werde Licht, bitte. Vor allem, die fliegen hoch. 2 Meter. Und dann kommen die wieder runter. Mies. Kann ja auch schlecht fliegen. Wie eine Arschmuggeln. Oh, ah, die Fände, die habe ich ja ganz vergessen. Schnell hoch, ich will einmal schnell ins Level. Ah, komm. Ja, das sind Damage-Boosten, Leute. Easy going. Ich glaube, wir sind da. Ich hab's halb im Dunkeln gefunden, ne? Wie wir nur mal erwähnt haben. Und da ist er. Unser Armer in seiner finalen Form. Ein wunderschöner Boy. Da müsste er ja eigentlich das Zeichen der Zeit benutzen. Ja, das kriegen wir ja auch von ihm. Boah, kann ja sein. Aber deswegen hat er halt diesen heftigen Schuss drauf, ne? Warum er den jetzt schon benutzt, können wir uns alle denken. Weil er einfach schon richtig am Ass war, der Boy. Nix hat der General drauf. Du hast unglaubliche Kraft, Feuerbrennt. Ja, wie man sieht. Ja, den haben wir auch. Ich würde sagen, dann ist Phalanx doch auch möglich, ein Rematch, oder? Ich weiß aber nicht, ob das Spiel dann vorbei ist und ich wieder alles nochmal neu machen muss, aber okay. Das muss ich ja alles nicht machen. Oder ob ich nach Phalanx einfach gleich weitermachen kann. Das wäre am besten. Doch bevor wir Phalanx ein zweites Mal herausfordern, hole ich mir noch ein paar Elixiere. Ich habe nicht vor, die bei ihm zu benutzen. Obwohl ich sie vielleicht sogar brauchen würde, weil leicht ist er jetzt trotzdem nicht. Aber die brauchen wir unbedingt für den Dark Demon, also für den letzten. So, dann mal her mit den Elixieren. Und voll. Und schön. Holen wir uns auch noch Shadow-Sachen, glaube ich. Die brauchen wir auch für den Dark Demon. Wenn das was bringt. Aber so viel wie er rumböllert, wenn wir da ein Schild haben zwischendurch. Ich glaube, das ist schon echt viel worth, Leute. So, Shadows. Und immer noch 300 Tacken übrig. Und können wir nicht kaufen, weil... Your film is full. Dann schmeiß er mich auch gleich raus, das Schwein. Phalanx, ich komme auf ein neues Rematch. Das Schloss wird wahrscheinlich übel schwer sein, wenn wir gar nicht wechseln müssen. Nur einfach durchflattern, ne? Also es gibt schwerere Level, bin ich ehrlich. Oh nein, ein Boss. Ein Hippogriff. Huh. Er macht automatisch, ich muss gar nicht hochdrücken. Trau dich doch, Mr. Gold. Mr. Gold McGriff. Die Frage ist, ziehe ich wirklich viel mehr ab als das Time Quest? Schwer zu sagen, ne? Dann fährst du down. Na, ich glaube, um weiterzukommen, muss ich ihn zerstören. Ich brauche zwar die Heilung nicht.
Dann können wir mal gucken, ob ich einfach so weitergehen könnte. Nee. Die Statue muss exploden. Aber die Heilung brauche ich trotzdem nicht. Also ready. Und den Turmhof, meine Lieblingsstelle. Oh Mann. Das wird auch als Ultimate Gargoyle nervig. Obwohl ich einfach Gott bin. Hab mich einmal getroffen. Oh Leute, ich bin zu gut für diese Welt. Ich bin zu gut. Leute, ich bin hier durchgekommen. Flawless. What the hell? Ich glaube, das ist der krasseste Erfolg, den ich in Demon's Quest je hatte. Da einmal durchzufliegen, ohne einmal getroffen zu werden. Oh, Gottes Willen, das war aber auch knapp. Oh nein, die Kackboys. Na, jetzt wissen wir, sie machen Schaden. Die Türme. Wir denken können. Ich wollte es ja unbedingt nochmal ausprobieren. Mit voller Absicht natürlich. Aua. Aua. Nehmen wir da rein. Oh. Jetzt hätte ich einen Armor nehmen können. Aber gut, wir kriegen gleich eh wieder Heilung von dem Wolf. Also alles cool. Oh nein, der schwerste Stelle im gesamten Spiel. Wie soll ich hier nur unbeschadet durchkommen? Die Gegner sind so schnell. Also warum die Stelle ganz am Ende zum Schloss nochmal gemacht haben, weiß ich nicht. Das ist so unfassbar einfach. Oh, Hilfe! Ein Graven! Ein Gold, ein Wolf. Ja, jetzt kann ich ja hochfliegen und runter und wie ich möchte. Oh, Alter, wie weit der springt, ne? Krass. Konntest der andere auch? Und der hat nicht mal eine Wand, wo er springen kann. Krasser Typ. Wolfchen. Oh, hab ich getroffen. Trichter. Du brüllst eigentlich wie ein Löwe. Du bist ein Wolf. Das ist komisch. In der Heilung. Phalanx, ich komme. Deine Lakaien waren jetzt nicht so stark. Muss man sagen. Hab ich schon Besseres gesehen. So, und volli ausgerüstet nochmal gegen unseren geliebten Phalanx. Ich kann ja mal einen Zauber ausrüsten. Ich werde aber keinen benutzen, weil wozu? Gerade die ersten beiden Formen, das wird ja wohl lächerlich. Kann er jetzt sogar schwimmen? Also auch sein Wassertrick. Nutzt ihn einen Scheißdreck. Und ich kann ja auch fliegen, stimmt ja. Ich kann einfach hoch und dann da abschießen. Oh, ich kann auch reinspringen und seine Schüsse tatsächlich. Guck mal weiter hier. Ja, weg. Aber er zieht gar nicht wenig ab. Das muss man lassen. Das muss man lassen. Er ist immer noch der Endboss. Das darf man nicht vergessen. Ja, hol schon deine zweite Form raus. Auch deine Heaven Power bringt dir nichts. Ich hab die ewige Powers. Vor allem, es heißt ja, er hat das Zeichen der Ewigkeit noch gar nicht benutzt. Ich habe ihn besiegt, bevor er das benutzen konnte. Aber jetzt benutzt er das Zeichen des Himmels und wird deswegen Gold. Und danach benutzt er doch das Zeichen der Ewigkeit, um so fett und riesig zu werden. Also eigentlich hat er es doch benutzt. Naja, vielleicht habe ich irgendwas nicht richtig verstanden. Ist mir auch egal. Komm her, zweite Form. Das Wasser wird dir jetzt auch noch springen. Sag ich dir gleich. Denn ich flieg da einfach weg. Aua. Oder ich schwimme. Kannst du mir aussuchen. Gut, dass er mal runterschießt, ey. Die Trottel. Aua! Dann war ich zu nah dran, ne? Ja, guck, er hat jetzt schon auf mit dem Wasser. Jetzt hat er schon keinen Bock mehr. Ey, ist das witzig. Oh, Verfolgungsschutz. Da war ja was. Ach, die kann ich auch zerstören? Ach, stimmt, ich habe beim letzten Mal versucht und nicht getroffen. Boah, du Asshole. Der Wind ist immer noch meine Schwäche. Nur ein paar Mal treffen, würde ich sagen. Und dann ist er down. Über Hälfte Energie hat er mir abgezogen. Krasser Macker. Immer noch was drauf. Aber man sieht schon, Ultimate Gargoyle ist wirklich einfach nur ein Cheater-Trick, ey. Übergeil. Jetzt sind wir der Endboss. Da sagt er es. Behold the ultimate power, the crest of infinity, also das Zeichen der Ewigkeit. Er benutzt das jetzt gerade. Nö. Aber ich hab's auch. Oh mein Gott, die Dimensionen sind vermischt. Die Dimensionen, in der ich die hab, oder die Zeiten, in der ich die Ewigkeitspower hab und in der er die Ewigkeitspower hat. Jetzt geht's um die Wurst. Welche Ewigkeitspower wird gewinnen? Deswegen kann er ja trotzdem nicht durch die Arme schießen. Heißt, leicht wird er, glaube ich, trotzdem nicht. Aber das werden wir ja sehen. Jetzt mal kriegt er einen Shot. Das Face. Hoch? Das Hochfliegen ist schon so juicy, ne? Das falsche Knöpfe drücken ist schon wieder so doof, ne? Lass es geschehen, Phalanx. Du weißt es doch ganz genau. Dass du keine Sonne mehr gegen mich hast. Erst mit den Blitzen ausweichen, ne? Das ist so geil, dass du fliegen kann. Wow! Jetzt nicht so krass mitgerechnet. Ah, ne, war noch open. Aber. Jetzt brauche ich die Plattform jetzt nicht. Jetzt muss ich die erst recht wegschießen eigentlich. Ich denke da immer nicht dran. Oh Gott, ich glaube, er killt mich. Tatsächlich. Ah, dafür killt er noch einen Schuss. Okay. Okay. Darf ich nicht vergessen, ich habe nur mit halber Energie gestartet. Egal, wenn ich jetzt verliere, versuche ich ihn gleich nochmal. Das wird
Das ist jetzt schon wesentlich angenehmer. Ja, als mit dem Legendary Gargoyle. Aber nice. Aber Elixiere brauchen wir, glaube ich, nicht. Also, der sah machbar aus. Ja, das Fliegen ist halt übel geil, ne? Dass sie das nicht trifft, ne? Das ist echt mies. Das muss man echt mal sagen. Aua. Ja, vielleicht soll ich das Fliegen auch nutzen. Das ist natürlich so ein Ding. Verflucht. Nein, flieg doch hoch! Wo willst du denn hinschlagen? Firebrand, was ist denn los mit dir? So, ey, Hauptsache ich treffe ihn. Das kann es ja manchmal nicht sein. Ich habe ihn mitten ins Face geschossen und nichts passiert. Oh! Ja, toll. Dann wollte ich die Plattform eigentlich noch nutzen. Dass das auch nicht trifft, ne? Das ist so komisch. Gemacht. Ja, toll. Natürlich waren die Arme schneller vor. Sah ja auch voll logisch aus. Ich treffe ihn noch weniger als mit der Legendary Form. Das ist ja unmöglich. Ja, wo soll ich noch hin? Wo soll ich noch hin, Leute? Weißt du was? Hauptsache ich treffe ihn im Face, ey. Hauptsache ich treffe ihn im Face. Los, mach! Bevor deine blöden Verfolgungsballs wiederkommen. Da ist er schon. Oh, hat er aber ganz schön schnell nochmal geschossen. Ey, jetzt. Wieso lässt er die Arme überhaupt so weit unten, wenn ich ihn eh nicht treffen kann? Okay, er will eigentlich immer die Arme wegnehmen, wenn ich nicht genau vor seinem Face bin. Sieht so aus. Oder er kann sich nicht entscheiden. Ey, Leute. Jetzt mal ernsthaft. Wie ist die Hitbox in diesem Bosskampf eigentlich gemanagt? Das ist komplett insane daneben. Aua. Ich bin tot, glaube ich. Ich glaube, ich bin ziemlich down. Ja, okay, also dass der nicht einfach wird, das war klar. Ist halt immer noch der Boss. Ist halt immer noch der Boss. Aber ich will ihn trotzdem nochmal schaffen. Hab ich Bock drauf jetzt. Und danach ist es da, Run, den Dark Demon zu sterben. Dem Spiel ein für alle Mal am Ende zu setzen. Oder was weiß ich, das Spiel zu beenden. Und diesen dämonischen Idioten, die alle denken, sie sind die krassesten, mal ein Ende zu setzen. Und, aber nice. Das ist doch ganz schön fix mit seinem Arm. Dachte, ich würde ihn vielleicht noch treffen. Er fahr langsam, lass geschehen. Na toll, jetzt macht er uff. Bin ich da. Mitten durch. Durch. Geströmt. Okay, jetzt werden die Verfolgungsbolts tatsächlich das Stressigste an dem ganzen Kampf. Nicht ganz. Alter, ich lass mich aber gut treffen, ne? Nicht ganz so nötig eigentlich. Oh Gott, ich hab mich noch gefangen. Ich bin schon mal besiegt, also. Ich überhaupt schon mal getroffen? Ich glaube einmal, ne? Ja, das Fliegen ist aber schon echt geil. Gerade wegen dem Blitz. Also der Blitz wird mich viel öfter treffen, wenn ich fliegen kann. Ja, dann nimm die Arme doch runter. Oh. Also, dass das nicht getroffen hat. Es war mitten in seinem Mund drinne. Wo ist der Typ denn anfällig? Auf der Nase? Das ist gar nicht das ganze Face. Das ist der Trick dahinter. Ja, ich habe eigentlich gehofft, ich kann ihn ein paar Mal öfter treffen. Ich glaube, das sind so diese One-Shots, die man dann sich gönnen muss. Ein Zweiter könnte man dann noch machen. Aber kannst du eigentlich schon vergessen. Oh! Ich war tief genug. Oh! Alter Schwede. Sind wir noch ein ganz schönes Geböller hier, also. Nicht unterschätzen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich unbedingt mehr abziehe als mit dem Legendary, weil der Legendary ist ja schon Legendary. Als ob ich das Ding nicht treffe. Sehe ich gar nicht ein. Sehe ich gar nicht ein, Phalanx. Kann doch nicht sein, dass ich ihn jetzt nicht mehr besiege. Ich habe ihn ja schon mal besiegt. Wie gesagt, das ist Endboss, Leute. Einfach ist anders. Er macht halt das Ding immer nicht auf. Treffer. Treffer auch von ihm. Chancen sind ja gleich. Oh, fuck. Verdammt, da habe ich zu viel riskiert. Diese Plattform! Die Plattformen sind noch schlimmer als diese Verfolgungsdinger. Ich kriege mich nicht umgedreht und dahin geschossen. Oh Gott. Weil die Plattform mich immer irgendwo drücken. Da, Plattform wieder. Na, was heißt Plattform? Er hat mich auch so getroffen, aber trotzdem, Plattform stresst dann einfach noch zusätzlich. Wow. Das ist immer ein bisschen mit dieser Höhe, ne? Was so kleine Bälle sind, die mich verfolgen. Ist nicht immer so einfach, die auch zu treffen. Na, hör doch auf jetzt! Du feiger Hund. Natürlich macht das jetzt. Ey, diese Hitbox, ich verstehe sie nicht. Das ist auch nur bei Phalanx so. Also ich meine, klar, die Hitbox war im ganzen Spiel nicht immer so oberfreundlich, aber hier ist er komplett insane daneben. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass mir das beim ersten Fall nicht, Kampf nicht aufgefallen ist. Oh, ich bin so blöd. Ich wollte runter wegen dem Verfolgungsshot. Ist ja auch in Ordnung, aber das hätte ich vielleicht machen sollen, wenn der Strahl weg ist.
Achso, ich hab ihn getroffen. Ich bin übel krank. Oh, hab ich den Schuss nicht getroffen? Ich hab ihn getroffen. Ja. Mal's positiv sehen. Ach, Junge, ich muss mal zum Fliegen, das ist das Problem. Diese Hitbox, ich hasse sie. Hitbox! Stipp, Hitbox! Das ist der wahre Feind. Der wahre Endgegner in diesem Spiel. Irgendwie hab ich das Gefühl, ich fange wieder gegen ihn. Ich geb gleich einfach auf und dann. Na, ich will ihn eigentlich schon besiegen. Und da war nicht vergessen, ich habe das letzte Mal Elixier benutzt. Wie viele eigentlich? Nur eins eigentlich, ne? Bin gar nicht mehr sicher. Das ist Plattform. Ich habe das Gefühl, weil er immer so sehr random ist, was er macht, und man ihn auch kacke treffen kann. Nervt mich schon wieder, dass das nicht getroffen hat. Ja, ist das entweder erst leicht oder schwer, ne? Verhältnismäßig. Und die Verfolgungsschüsse gehen auch nicht kaputt, wenn sie mich treffen. Also, ganz normal. Ach, wieso ist der Schuss denn weggefadet? Weil ich ganz kurz nach links geguckt habe, Alter. Geht's noch unfairer? Plattform, ne? Endgegner ever. Ja. Und ein bisschen Concentration, Leute, dann wird das. Oh, da schießt er nochmal. Ja, egal. Oh, Mann, das ist so mies, ey. Meine Schüsse verschwinden immer. Ich hab gedacht, egal, solange ich ihn treffe, ja. Ich hab gedacht, ich hätte ihn safe. Ja, wusste ich, dass ich das nicht mehr schaffe. Mann, die Plattform verpisst euch! Lasst mich fighten! So, jetzt aber. Natürlich nicht. Oh, falscher Knopf! Oh nein! Mann, Dunking, was ist denn los? Ey, die Verfolgungsschüsse sind so nervig, weil ich habe keine Zeit. Und dass sie anhalten, ist voll blöd. Die sollen mich, wenn dann, richtig verfolgen. Weil die halten immer genau unter mir an, dass ich die gerade so nicht treffe. Treffer. Treffer. Ja, sieht besser aus als eben. Immerhin. War schon mal was. Wir kommen ganz gut klar. Oh. Ja, Treffer. Ja, verfärbt dich, Lutscher. Dann seine Hände hebt. Oh, mies. Okay, das heißt nicht, dass wir nicht noch sterben könnten. Eigentlich, dass ich blöd reinspringe. Nein! Weil er nicht gesprungen ist. Dieses Spiel hat mich so oft gekillt, weil er nicht reagiert, wenn ich springe. Mies! Na, ja. Wir kriegen ihn auf jeden Fall. Wenn wir ihn gesehen haben, möglich ist er. Ich meine, warum soll das auch nicht sein? Wir haben ihn ja schon mal gehabt. Könnt ihr euch bitte eine Höhe aussuchen, wo man irgendwie arbeiten kann, Alter? Drei verschiedene Höhen. Die scheiß Plattform, dann das Ding und dann noch der andere. Sein Face. Alles auf komplett verschiedener Höhe. Plattform, ne? Das ist die Hölle. Wie die Plattform auch kommen. Das wird mir auch, wenn ich die jetzt bräuchte, wird mir das nichts bringen. Die würden mich nur nerven. Bin ich tief genug? Ich hab mich noch nicht einmal getroffen, ne? Doch jetzt. Diese Blitzscheiße da. Unmöglich, da durchzukommen. Ich kann ja auch nicht schnell genug zerschießen, das ist das Problem. Soll ich das schaffen? Wenn da drei auf einmal kommen. So, triffst du dich jetzt halt nochmal? Na, komm rauf, bevor Verfolgungsschüsse kommen. Oh, ich konnte einfach durchfliegen, gut. Sag mal, was ist das für eine Baiting-Taktik von dir? Hast du eben aufgemacht. Ja, läuft ja relativ gut. Obwohl er mir schon wieder übel viel abgezogen hat, ey. Jetzt macht er aber, jetzt ist er nett zu uns. Macht er immer das Maul auf. Ist echt Glückssache einfach. Auch mit den Plattformen so. Na, fliegen soll ich schon? Auch wenn ich zu hoch? Oh, er fängt wieder an mit dem Blitzen. Hat lange nicht gemacht. Na, falscher Knopf. Falscher Knopf. Und mir ist ein Viecher gleich drauf. Ich hab zu früh gedrückt. Und da kommt das Brawl. Das wäre mein Ende gewesen. Ich könnte natürlich ein Elixier benutzen, aber wozu? Es ist ja nicht so, dass wir ihn besiegen müssen. Oh, ich will es nur unbedingt gerne haben. Aber ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Es sieht nämlich sehr gut aus, auch mit meiner Energy. Ich sehe nicht so viel. Also, wenn ich hier echt teilweise eine Viertelstunde warten muss, bis er mal die Fresse aufmacht, ne? Gefühlt. Oh. Na gut, dann sterben wir halt. Der Kampf war eh scheiße. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass ich jetzt, wo ich fliegen kann und übelst krass bin und so, noch länger brauche für ihn, als wo ich die Form noch nicht hatte. Kann auch einfach sein, dass ich mich so ein bisschen dümmer anstaue. Na, ja, mal so. Dann hab ich ihn schon zweimal getroffen und er mich nicht noch einmal. Noch gar nicht. Oh, gut. Hat's erledigt. Hallo, hier bin ich. Hallo, trau dich doch. Trotzig. So hoch. Ja, hab ich schon geahnt. Der geht. Mitten ins Mul.
getroffen. Den auch noch getroffen. Jawohl! Ah, oh, Leute, das ist die Runde meines Lebens gegen ihn hier. Man hat ihn ein bisschen raus. Ich weiß nicht, dass er einfach ist, aber es geht. Oh Gott! Das waren meine Füße. Warum sind meine Füße nicht unsterblich? Deine sind's! Ja, hat er geahnt, dass ich jetzt schießen wollte. Treffer. Oh. Und er verfärbt sich ganz gut. Und ich treffe trotzdem nicht. Schade. Oh, ich habe zweimal getroffen, glaube ich. Weil ich so ein Oberbass bin. Und tschüss. Ich sage ja, es geht. Also, ne? Legendary geht es auch mit Multimate. Also, gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Und wir sehen ihn wieder wegfaden. Na gut. Das Spiel nochmal durchgespielt, wie gesagt. Das wahre Ende wartet hier noch auf uns. Ja, wir sind einfach wieder draußen. Also das Schloss darf stehen bleiben, wenn man Phalanx nochmal besiegt. Es ist wie ein ganz normaler Boss. Wir kriegen nicht mal Heilung. Das ist sogar beschissener als die anderen Bosse, weil die geben jedenfalls Heilung. Na gut, dann haben wir alles. Rinder. Auf ein neues. So, diesmal nehme ich aber... Na, ich behalte die Schilde immer. Mal gucken, ob das klappt mit den Schilden. Man hat ja gesehen, Armer war jetzt auch nicht so leicht. Armer sag ich schon. Phalanx. Aber, ja, der Dark Demon, der ist eine ganz andere Nummer. Haben wir eben ja schon gesehen. Das könnte knifflig werden. Aber wir sind ja gut ausgerüstet. Jetzt benutzen wir die Zauber und die Tränke auch. Dann wird's klappen. Ich glaube, ich warte, bis er sich verwandelt, oder? Ich weiß es nicht. Oder wenn er die Scheiße macht. Shadow Paris! Kann ich jetzt einfach durchfliegen? Hä? Wie bringt der Schild aber auch gar nichts, ne? Weil die Zeit anhält. Na gut, dann hat der Shadow mir alles nix gebracht. Dann können wir auch ein Elixier nehmen. Oh Gott. Diese Kugel, ne? So klein und so nervig, ey. Oh nein, jetzt kommt die Oberform. Da haben wir echt ein blödes Problem. Jo, okay. Achso, da war ja was. Ich frag mich, trifft der schwarze Ball nicht überhaupt? Oder ist er echt nur dafür da, diese Stacheln zu machen? Alter, hört ihr das? Was das für ein Geböller eigentlich ist? Die fliegen ja nicht nur auf mich zu, die fliegen ja auch durch den Rest des Raums durch. Die Scheiße. Ja gut. Alex hier genutzt. Das ist nur 4 Heil, das ist immer noch kacke, ne? Na gut. Das zweite. Wir nutzen sie alle aus. Oh, macht schon wieder unsterblich. Hör auf jetzt! Diese Elixiere bringen leider gar nichts. Warum heilen die nicht voll? Besser als gar nichts. Wir haben ja 5 Stück davon. Oh, er verwandelt sich wirklich zurück. Ich bin tot. Mann! Ich habe irgendwie das Gefühl, die Elixiere werden uns da nicht weiterhelfen. Also schon weiterhelfen, aber nicht bis er down ist. Schnell, einen gebe ich ihn noch mit. Schade. Kackkugel, ey. Vor allem, es kommt ja sofort eine neue raus. Sofort. Und wie soll man das bitte machen? Wenn er die beiden Attacken zusammen macht. Die Kugel und die Shit. Ja gut, einiges hier haben wir noch. Ich muss mal sparen, alles. Ich kann gleich nochmal neu anfangen. Oh, den getroffen. Ja, gut. Erledigt. Ja, weiß ich nicht. Elixiere, schön und gut. Ich glaube, wenn man ihn ohne Elixier nicht besiegt, dann kannst du es auch mit vergessen. Das ist dann leider so. Ja, ich weiß nicht wohin. Sorry. Aber wenn da so eine Kackkugel hinter mir kommt, what soll ich tun? What should I do? Hä? Wo ist mein Schuss hin? Nein, ich entsterbe mich vor ihm. Irgendeiner musste mich ja treffen. So, wir machen es einfach nochmal. Ich glaube, ich habe jetzt keine Elixiere mehr. Nö, sind alle Elixiere weg. Ich habe jetzt einmal verloren, deswegen, ne? Ist ja fair. Ja, scheißegal. Wir machen den Ola-Elixier. Obwohl das eigentlich total dumm ist, glaube ich, was ich gerade mache. Ja, sonst lade ich gleich nochmal neu. Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe, ist mir auch egal. Das war ja alles optional, was wir jetzt gemacht haben. Und irgendwo dazwischen habe ich auf jeden Fall gespeichert. Ohne Elixiere kann ich komplett vergessen. Also, es ist schon wichtig. Ich frage mich auch, wie viel Energie hat, ne? Nein, dann Sterblichkeits-Powers. Wo kann das auch jeder zweite Gegner hier? Wieso macht das auch doppelt? Irgendwann reicht's denn auch mal. Fang nicht an wie der komische Wolf. Na gut, ich lad neu.
First Try. Einmal nicht geredet. Ja, wenn man direkt vom letzten Endboss hier speichert, dann muss man den halt auch mal machen, ne? Aber das ging tatsächlich. Einmal konzentriert, dann ging das. Aber ich habe mir jetzt auch schon 3, 4, 5 Mal gekämpft. Ein paar öfter mal. Da hat man ein bisschen Routine drin. So, ich wollte... Was wollte ich denn? Was kaufen, wollte ich sagen, aber brauche ich ja gar nicht. Ich habe ja jetzt wieder alles. Können wir wieder den Dark Demon herausfordern. Ewig wieder nicht aushalten. Weiß ich nicht, Digga. So, mal sehen, ob wir ihn irgendwann mal kriegen. Können wir nur um Stunden handeln. Oder um Tage, oder um Wochen. Die folgenden Bilder sind eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die meine komplette Unfähigkeit und die Tatsache aufzeigen, dass der Dark Demon ein absoluter Drecksack ist. 3 Stunden. Naja, 3 Stunden waren es nicht. Es waren sogar 4,5 Stunden, die ich an dieser Pestbeule hier hing. Ja, du sollst kaum glauben, dass ich so einen Ehrgeiz entwickle und so ein Durchhaltevermögen habe. Aber es sieht auch so aus, als werde ich den wohl niemals besiegen können. Na gut, ist denn so. Ich versuche ihn gerne nochmal. Oh Gott, das will ich, ey. Das fängt schon wieder an. Diese Aufnahme ist auch schon ein bisschen länger her. Die Aufnahme, die ihr vorher gesehen habt. Sprich, ich spiele es jetzt auch zum ersten Mal wieder, diesen Burst. Ihr seht schon weg. Schuss aufladen. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr euch mal eine Fail-Compilation angetan habt. Und diese Wand ist immer schön, denn er schießt seine Sicheln immer nach hinten. Deswegen hoffe ich hier an meiner Wand. Das war die Strategie. Wenn man natürlich den Unsterblichkeitsmode, das ist immer nicht so einfach. Wenn wir jetzt nicht schaffen, wir werden uns das wahre Ende holen, Leute. Auch wenn ich ihn eventuell niemals besiegen werde. Jetzt sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Das wahre Ende. Das kommt. Das holen wir uns mit allen mit. Oh, das drückt auch nicht. Mit dem Schuss, leider nicht aufgeladen, aber. Was so läuft? Dieser Ball ist immer noch das Allernervigste. Eigentlich ist es bei der Szene, glaube ich, am besten, wenn man einfach versucht zu überleben. Ein paar Mal zu hitten. Ist nicht okay. Was da? Ball? Oder Waterfall? Ich meine Waterfall. Oh, er. Ja. Fangen sich zurück. Schnell aufladen! Keiner! Oh, toll, das war kein Aufladeschad. Aber, komm, sehr gut. Einfach vom Himmel gefallen. Wow. Ja, mach mal nicht diesen. Ah ja, die Fail-Compilation waren übrigens nicht alle Versuche, falls ihr das denkt. Es waren alle Elixiere, die ich verbraucht habe. Deswegen waren zu viel, aber es war jeder tot. Okay. Oh, ich habe vergessen, das Elixier zu wechseln. Na gut, das passiert. Wir haben ihn oft genug gesehen. Wir haben uns oft genug oder lange genug ihn rumgeschlagen. Jetzt holen wir uns das wahre Ende. Und das ist der Trick relativ einfach.
nicht. Fliegen bin ich auch platt. Krass, sind meine Finger nicht trainiert. Ich werde aber zwischenspeichern, wie blöder Kloppter, dass er keinen Bock mehr hat. Das müssen wir jetzt nicht treffen. Und mich nicht treffen lassen. Ein bisschen abwägen, wann die besten Punkte sind. Vielleicht schaffen wir ihn ja doch so. Schön wär's. Hab ich noch einen? Ach, schade. Muss ich jetzt schon wieder neu laden. Ich wurde einmal getroffen. So krass werde ich es nicht machen. Das werde ich eh nicht schaffen, hier komplett flaws durchzugehen. Auch nicht mit Speichern. Gottes Willen! Zu viel Energie verloren. Vielleicht nicht zwischen Speichern. Ich weiß es nicht. Ich bringe den Schein. Ich warte mal ab, was er mit seinem Zeug macht. Ein Ausweichen wäre ganz cool. Jetzt fallen die Steine schon in der Kacke. Es gibt immer einen so einen Stein. Aua. Der fällt genau hier an der Wand lang. Der kommt aber auch nicht immer. Wie ihr seht. Und dafür kommen dann diese ganzen Sicheln angeflogen. Sind ja auch nicht wenig, ne? Ja gut, ich lerne noch gleich mal neu. Das mit dem Zwischenspeicher muss ich irgendwie nochmal abwägen, wann ich das denn machen will. Ich komme da gar nicht zu. In Zeitlupe habe ich ihn nicht getroffen. Ist immer blöd, wenn die Schüsse aus dem Bild sind, dann sind sie weg. Oh, ich bin in die Stacheln geflogen. So kann es auch machen. Scheiß auf das Elixier, neuladen. Keine Geduld mehr mit dir. Irgendwann sind wir Feierabend, Junge. Gott, was war das, Firebrand? Hab ich das gedrückt? Wirklich? Bist du sicher? Oh, ich muss unter ihn. Oh Gott, diese Kugel, ey. Manchmal mal das Gefühl, die wartet genau da, wo man gerade hin will. Aber die verfolgt doch eigentlich. Ja. Ja, die sind nicht viele. Gott sei Dank. Schon wieder unsterblich, ne? What the hell, boy? Lass es doch sein. Okay. Haben wir getroffen? Wir speichern zwischen. Das ist blöd, wenn er da oben hinschießt, weil hier ist meine Wand, die will ich eigentlich benutzen. Schon wieder zurückhauen. Kein Bock mehr gehabt. Shot setzen. One-Shot setzen. One-Shot setzen. Okay. Bitte bleib weg, Kugel. Bleib einfach weg, ey. Ich kann irgendwann nicht mehr. Da ist nichts mehr mit Space. Neuland. Ich versuche ihn jetzt aber, ich weiß ja, dass es gleich verwandelt. Das hätte ich eigentlich voraussehen können. Ah, jetzt habe ich ein paar Mal gehittet. Oder fährt er mich auch öfter gehittet als eben? Ich glaube, ich muss lieber den anderen Speicherpunkt nochmal laden, weil. Jetzt hat er ein gewisses Angriffsmuster, das mir gar nicht gefällt. Neu laden. Das wird der Way to go sein, Leute. Oh, oh Mann, ich wollte runter, aber. Bin zu lahmarschig. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Die Reflexe sind nicht mehr so da. Jo, geht. Was ist los, Firebrand? Halt dich so fest? Mensch, Bruder. Gib mir nicht diesen hier. Okay, ich kann das versuchen. Ich kann immer so ein Halb drinnen stehen in der Grütze. Das bringt mir auch nichts. Der verwandelt sich. Das ist gar nicht so schlecht. Der ist zwar gefährlicher, aber ist besser zu treffen. Wenn er nicht immer den Unsterblichkeitsmodus machen würde. Na, okay, er hat das Attack-Muster so. Dass er da immer hochschießt. Und da. Neuladen. Hä? Der war doch nur ein Bild, der Schuss, oder nicht? Nope. What the hell? Ah. Langsam eng. Ich hab die Kugel kaputt geschossen. Da ist der nächste. Nee, mach mal nicht. Mach mal nicht. Vielleicht verändert er die Tech-Muster auch so, wie ich ihn treffe oder so. Oh, er verwandelt sich. Ich will eigentlich einen aufgeladenen Schuss haben. Keine Geduld. Ah, oh Gott. Ah, er hat mich ganz hoch geschossen. Doch anders, aber du sollst eigentlich woanders die Stacheln hinschießen. Die macht er nämlich komplett random. Du schießt nicht mit Absicht genau zu mir. Das ist einfach nur Pech. Das ist gut. Das treffen wir uns gut. Ich weiß, ob er mich immer noch nicht viel Energie hat. Nicht wenig, glaube ich. Oh Gott, spring genau rein, Junge. Das war übel schlau. Und spring den auch. Nimm mal, ja, den wollte ich auch noch mitnehmen. Das war mir persönlich wichtig. Ich weiß, ob es besser ist, dass ich ihn öfter treffe oder dass er mich weniger trifft. Eins von beiden wird sein. Nolan. Und ich weiß, ich habe Elixiere en masse dabei. Die könnte ich natürlich nutzen. Muss ich andauernd neu laden. Aber wenn ich sehe, dass die Runde schon verloren ist, dann brauche ich es nicht versuchen, Leute. Ich sag nur 4,5 Stunden bin ich an den Typen. Ich kenne den inzwischen. Ich sehe, wann's gut läuft, wann nicht. Und das ist jetzt, schon eine richtig gute Runde. Eigentlich müsste ich jetzt schon speichern. Mach ich. Jeder Hit ist Gold wert, Leute. Bin auf der falschen Seite. Seht ihr auch warum? Und er macht sich unsterblich. Ich glaube es bald. Oh nein, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Kackstoffen, no dar. Das ist das Zweitschlimmste, was passieren kann, letztendlich. Also man kann natürlich auch vor ihm rumfliegen, aber ihr seht ja, wo die Steine hinfallen. Wie soll ich ihm ausweichen? Ich muss ja auch gedrückt halten für den Schuss. Also muss ich nicht, aber dauert ewig, wenn ich das nicht mit dem mache. Wow.
Man darf nicht aus dem Bildschirm ausfliegen. Ah, ich hab mir ein Lab gegeben! Gerettet von Stacheln! Mann, ich bin Bro. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das weniger hat zu tun. Ich hab keine Zeit drauf zu achten. Oh Gott, naja, geht. Neuland. Gleich finde ich ja auch Gott. Wir sind mitten in Drillen. Treffer, sehr gut. Das wäre unsterblich. Vielleicht kann ich mir jetzt mal. Jetzt schießt seine Hunden. Geil. Das ist geil. Also auch nicht gut. Und das ist, wenn er eine Treppe schießt, tatsächlich. Weil da will ich nicht hin. Oh Gott. Das ist, mich trifft keiner. Ich dachte, what? Jetzt sind die Dinger fliegen an mir vor. Das kann gar nicht wahr sein. Hör auf mit unsterblich jetzt. Komm, lass ihn mal treffen. Das Ding ist, er kann das auch nahtlos leider ineinander über. Oder er verwandelt sich einfach. Das kann man natürlich auch machen. Wieso hat der nicht getroffen? Hitbox Boy. It's not yet. Okay, ist ein bisschen eng. Ja, ein bisschen. Okay. Neuland. Bis wir das wahre Ende haben. Ich werde es wohl nie lernen, nicht in diese Kugel reinzulaufen. Okay, jetzt fallen die Steine aber auch wieder kacke. Es ist ein bisschen random, wie ihr seht. Das ist auch die Schwierigkeit an Boy. Mag jemand anders sehen, der sagt, oh, das ist doch ganz einfach. Und dann habt ihr irgendwo Schuss nicht gehört. Er ist nämlich wirklich knackig. Der Boy, der ist wirklich knackig. Wer Bock auf eine Herausforderung hat, ey Leute, Demon's Quest. Einmal durchspielen, Secret Boss. Bad Boss. Ich nie wieder. Das kann ich schon mal sagen. Das Spiel gerne. Secret Ending. Da ich mir ein einziges Mal gesehen habe in meinem Leben, ey. Boah, den werde ich nicht vermissen. Ja. Fetten Schuss getroffen. Das schafft mir sehr, sehr gut. Willst du eigentlich immer runter? Bin gar nicht. Blindfisch. Weil da kann deine Sicheln aber sehr gut zielen. Das ist ein bisschen blöd mit den Stacheln, ne? Und mit dem Ball, der genau unter meinen Füßen ist? Ja, oh, nein. Verwandelt, Boy. Aufladen. Füßen. Treffen. Oh, Felsen. Boys. Oh. Felsen, Boys. Na klar. Alles sind Boys. Im Spiel. Ich habe auch noch keine Girls gesehen. Wenn keine Sukuben gibt oder so. In der Dämonenwelt. Ich meine, das sind auch Dämonen. Ja, gut, Elixier, wir versuchen mal eine Runde. Ist doof hier. Woanders ist es auch nicht besser. Wir laden neu. Alles klar. Und wieder in die Kugel reingelaufen. Zum dritten Mal in Folge. Steine fällt doch nicht so. Ich mag meine Wand. Lass sie mir. Das Einzige, was noch hat. Na, siehst du, so soll das aussehen. Ein bisschen hoch und runter springen. Staffeln genau, bitte nicht an diese Wand. Boden ist, geht so. Ah, immer noch besser als nichts. Mann, er macht das so oft. Das Blöde ist, er macht den Unterschiedsmodus auch ohne Stachel zu schießen. Das ist eigentlich noch den, wann er will. Und ich treffe ihn manchmal. Aber es macht keinen Schaden. Das mag aber an dem Spiel liegen, das ein bisschen älter ist. Natürlich habe ich ihn getroffen. Ja, und leider unten. Das Treffer war ja unvermeidlich. Komm, ich spring nach. Er schießt durch seinen Kopf durch, ne? Wie hält man das im Kopf noch aus? Ja, ja. Der ist nicht treffbar, der Kopf. Neuladen. Ein Stachel in so einen Arsch. Ich hab mir eigentlich gedacht, so Zwischenspeichern kann man ja mal irgendwann machen. Aber irgendwie ist es einen einfach nach vorne gestellt. Wann speichere ich denn? Ich hab eine Idee. Jeder Treffer, wo mir kein Stein in die Fresse fliegt. Jeder guter Treffer, der wird jetzt einfach abgesaved. Okay, jetzt muss ich eigentlich schon neu laden. Aber ich hab ihn zweimal getroffen, das ist gut. Tatsächlich. Nicht unsterblich, bitte. Bring Feuerbrand! Wir sind wieder bei den gewohnten Problemen. Ich will nicht springen. Ja, gut, das ist übel. Gar nicht gut. Ey, dieser Prankster, ne? Das muss man lassen. Pranks, das hat drauf. Ja. Neuladen. Ich sehe das nicht ein, dass wir uns das wahre Ende auf YouTube ansehen müssen. Ich will ihn besiegen. Kann doch zwischenspeichern. Oh, wann nur, wann nur? Oh, die sind sonst wohin gefunden, Stacheln. Das ist geil. Ja, getroffen. Speichern. Ah, so habe ich das bei. Wo war das? Bei Pocky und Rocky auch teilweise gemacht, weil ich durch die Level einfach nicht durchkam. Einfach alle 5 Sekunden speichern. Aua. Okay, einmal getroffen, das geht noch. Aber ich warte nochmal ab. Was ist so passiert? Ja, schießt nach rechts, das ist sehr geil. Kann noch ruhig öfter machen. Okay, kleiner Schuss. Oh, da kommt ein Felsen. Speichern. Vielleicht nicht der beste Moment, aber es geht schlimmer. Oh, ich habe ihn getroffen, das ist gut. Das ist gut. Oh, falscher Knopf. Gar nicht gut, dass da mehr Licht leisten. Gut, neu laden. Das waren schon 2 Treffer zu viel. Na cool, jetzt werde ich immer vom Stein getroffen, natürlich. Einfacher Schuss geht auch. Da sind auch einfache Schüsse okay, weil ich kann nicht aufladen. Ich krieg das nicht gebacken. Da muss man ein bisschen Fingerakrobatik treiben. Wenn ich ganz links am Knopf drücken muss und ganz rechts. Wie ist das möglich? Na, zum Nudel. Oh, ich verwandle jetzt schon zurück. Crazy. So, nehmen wir den. Zum Nudel. Und wenn man einmal ausweichen, dann hat man schon den nächsten im Nudel. Das ist die gängige Art, ihn zu bekämpfen. Einfach die Sicheln schlucken. Bleibt mir nichts anderes übrig. Wir haben einen ganz guten Speicherpunkt. Auch wenn ich da immer wieder getroffen werde. Ich habe auch noch einen davor gesetzt. Ich will ihn aber eigentlich auch mal so versuchen zu besiegen, dass er genau unter uns natürlich Stacheln gemacht hat. Nicht so geil. Und wieder sehr viel unsterblich, ne? Oh, ich habe ihn getroffen. Elixier ausgerüstet. Oh, ist wieder anders. Ey, Junge. Lass dich doch treffen. Er ist auch so schnell wie ich, das ist das Problem.
Oh, schade, ich wollte nicht mehr. Okay, natürlich. Neuland. Ich nehme den Speicherpunkt, damit der Kopf nicht sofort auf Bills fällt. Oh, sehr gut. Das war nicht fair. Oh Gott, Sicheln. Everywhere. Okay, das ist aber trotzdem gar nicht so schlecht, weil die Steine fallen ganz gut gerade. War doof. Getroffen. Das war gut, bald getroffen. Oh. Ah, immerhin hat er noch einer mitgekriegt. Mann, Kugel, verzieh dich! Ich kämpfe gegen dein Papa. Du interessierst mich gar nicht. Na gut. Neuladen. Ja, noch getroffen, geil. Ah, gut, da war ja eine Regel. Und zu mal welche vorbei. Ja, ich schieße immer, auch wenn er unsterblich ist, weil ich hoffe dann, dass er... Also er switcht so heftig schnell zwischen unsterblich und nicht unsterblich. Ich glaube, ich kann jetzt schon wieder neu laden. Das kann man vergessen. Man trifft nicht, wenn man wartet, bis er wieder normal ist. Kommt zu selten vor. Aha, immerhin. Oh, ja. Irgendwie brauchen wir auch mal Space. Ein bisschen Platz. Im Leben. Vieles Leben. Verwandle dich. Gott, das will dieser blöde Ball, ey. Nein. Stones. Und ist gar. Wo ist in Ordnung? Nee, das ist doof jetzt. Oh. Ist reingesprungen. Ah, nee. Das ist auch doof. Das läuft aber gar nicht so schlecht, tatsächlich. Aber auch nicht so gut. Das ist immer das Problem. Wenn mein fetter Special Shows, der macht das schon. Na, Alex hier. Wir versuchen es. Komm. Es lief nicht so schlecht. Haben wir, glaube ich, ganz gut getroffen. Ja, einen Schuss mal absetzen hier. Und Alex hier ausgerüstet. Aber nur nicht verkacken jetzt. Nicht verkacken. Oh Gott, nein. Oh Mann, jedes Mal. Du schießt auch immer nach unten. Ich muss mir auf den Mecken. Oh. Na gut. Ich glaube, wir laden neu. Falls ihr euch wundert, warum hat das Video eigentlich so lange gedauert? Warum bringt das jetzt raus? Das Halloween-Special vom letzten Jahr. Na, jetzt könnt ihr es euch denken. Ich habe es vielleicht ein bisschen vom hergeschoben. Aus diversen Gründen. Eigentlich nur aus einem. Und das ist der da. Ich hatte einfach gar keinen Bock mehr, nochmal gegen ihn zu kämpfen. Ich bin da auch so... Ich hab so oft vom Neuladen. Ich bin da auch so... Ich will ihn dann doch besiegen. Wir haben das Spiel bis hierhin geschafft. Phalanx war schon schlimm. Das war schon... Der heftige Kerl. Die Sicheln fliegen echt scheiße gerade. Die fliegen nämlich sehr, sehr oft an der Wand lang. Was sie sonst auch nicht unbedingt machen. Jo. Okay. Für irgendwas musst du mich ja treffen. Wenn der ganze Bildschirm voll ist. Doof. Er wollte eigentlich hoch, aber er wollte nicht springen. Kein Problem. Das wohl auf jetzt. Lass ihn mal treffen. Ja. Ich muss einmal ein bisschen cooler bleiben. Oh, das ist aber gar nicht so einfach. Na, ich glaube, wir können bestimmt wieder aufhören. Ich hab's nicht mal getroffen. Ich hab eigentlich gedacht, ach komm, jetzt speicherst du einfach die ganze Zeit zwischen, den Blöder. Mach ich jetzt auch. Echt, dass das wieder nicht trifft, ne? Wieso macht er denn? Macht er denn? Wie ein Spitzdach, der ist. Na also. Ja gut, das wollte ich ja 500 Mal getroffen. Kann ich eigentlich jetzt schon neuladen? Der macht mich richtig fertig, Leute. Das Spiel war bis hierhin war es witzig, jetzt wird einmal nicht mehr. Ne, jetzt macht keinen Spaß mehr. Ehrlich. Also mir nicht, ich bin nicht der Herausforderungstyp. Ich muss nicht noch heftiger einen Gegner haben. Phalanx fand ich schwer und der hat eine richtig geile. Der hat eine richtig geile Herausforderung. Der ist einfach nur die Hölle. Es ist nur noch ein Abarbeiten von Demon's Crest. Würde ich lieber das Spiel nochmal von vorne durchspielen. Also den hier nochmal zu bekämpfen, aber es muss. Es muss, Leute, es muss. Na komm, irgendwas muss doch mal treffen. Oh, Neuladen. Ich habe mir jetzt auch keine Tipps angeguckt, wie man den machen soll. Also mit der Wand ist klar, weil er schießt halt die Sicher nach hinten, nicht nach vorne. Na okay, die kommen vorne, aber ich habe dann mehr Zeit auszuweichen. Wie ihr seht. Hinten schießt er mir gleich in die Fresse. Okay. Die Steine sind halt blöd. Also ob die Steine hier an der Wand sind oder halt in der Luft. Mann. Ich bin da noch durchgekommen. Ist halt so random, deswegen, also ob sie einen an der Wand treffen, ist einfach Glückssache. Aber an der Wand ist man sicherer, weil er schneller springt, als er fliegt. Ja, ich wollte eigentlich raus. Ja, das ist wieder das Problem, dass er fast genauso schnell ist wie ich. Bin da so juicy durchgedammt, ey. Das hat mir leicht geklappt. Ja, ich bin unter ihm. Wandelt sich. Dass er immer noch einen abschießt, ne? Oh Gott, das hat mich gerettet. Von Starren. So, aufladen. Wo war der Starren geschossen? Hat er gesehen? Getroffen. Oh Gott. Das ist eher der Dämonengott, habe ich das Gefühl. Aber ich will es werden. Deswegen bin ich hier. Dich herauszufordern. Sack, sack. Oh Gott. Nochmal, ne? Ich treffe ihn ganz gut. Sollte man vielleicht nutzen. Ich weiß nicht, wie viel ich ihn abziehe. Ich glaube, er hat übel viel Energie. Ich nehme mal meinen Elixier zur Sicherheit. Ist auch schön, dass ich so viele Shadows habe, die mal Angst bringen. Ich glaube, der Imp bringt auch irgendwas. Ich habe mal einen Speedrun gesehen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie der das gemacht hat.
glaube, der ist wirklich hin und her geflogen wie ein kranker irgendwas. Das werde ich im Leben nicht schaffen. In 3 Jahren vielleicht mal, weil ich 3 Jahre jeden Tag Demon's Crest spiele und das. Hab ich aber nicht vor. Mann! Ich versuch's weiterkommen. Ja, und irgendwas wollte ich sagen. Achso, der hatte den Imp. Aber ich weiß nicht, was der Imp bringt. Das muss ich eigentlich mal googeln. Vielleicht soll ich mir einen Imp kaufen. Hab ich nicht vor. Wir können zwischenspeichern, Leute. Und das nicht reicht. Müsste doch reichen. Mann, wohin noch? Na gut. Ich muss einfach schneller speichern. Weil der Speicherpunkt ist sowas von juicy. Nein, das war... Ich habe ihn 2-mal getroffen. Wo fallen die Steine? Ja. Speichern. Die eine nicht gesichert... Die eine nicht gesichert? Die eine sich mit getroffen hat, sind zu schlimm. Oh, das zweite, ey. Doof. Das ist doof. Jetzt fallen die Steine doof. 20. Oh, noch ein Aufladen. Speichern. Und los geht's. Also das war richtig gut. Gute Hits. Bis jetzt. Wäre aber schön, wenn ein paar mehr kommen. Dieser blöde Kackball. War nicht dein Ernst. Ich will eigentlich unten bleiben, aber auch nicht zu weit unten. Boah, das sieht gut aus, glaube ich. Ja, aber es ist einfach ein bisschen eng. Hier alles, ne? Also ganz wenig nur. Nicht ganz leicht. Gerade so, dass man sich noch wohl fühlt. Nicht. Oh, Steine sind echt in meine Fresse geflogen. Ah, weißt du was? Einmal mal speichern. Kann ich den Schuss ruhig verhauen? Aua. Okay, das war doof. Das ist auch doof, dass da oben Sachen sind. Da lass ich eigentlich irgendwann mal hin. Digga, spring doch! Wir müssen eh gleich neu laden, hab ich das Gefühl. Oh, der war stone. Ja, wir laden neu. Jetzt haben wir uns ein gutes Stück nach vorne gekämpft. Einfach den Sicheln ein bisschen besser ausweichen, dann geht das. Oh, kein Stein in mein Face, das ist gut. Eine Sichel in mein Face, das ist in Ordnung. Mit Leben. Das ist richtig blöd. Das ist ganz, ganz blöd jetzt. Da noch irgendwo Platz. Gerade so. Aber es ist nicht angenehm. Oh, schade. Lexa angehalten, damit ich nicht aus dem Bildschirm rausfahre und der Schuss nicht wegfadet. Ja. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn treffen soll, ey. Neuladen. Schritt für Schritt, Leute. Das schaffen wir schon. Aua. Kugel getroffen. Ich glaube, ich ziehe sogar mehr als alles andere. Deswegen war das sehr, sehr blöd. Danke an die Wand. Übrigens, unten kann man ihn auch nicht treffen. An seinem komischen Schweif da, der so komisch leuchtet. Neuladen, komm. Da gehen mehr Treffer. Da gehen mehr Hits. Ich weiß es einfach, dass da mehr gehen muss. Hör auf. Ich will sterblich werden. Ah, Mann. Schon einfacher. Keine Geduld zu warten. Da fallen die Steine ganz, ganz blöd gerade. Das ist gerade gar nicht gut, alles. Das war in Ordnung. Ja, jetzt fallen die Steine gut. Deswegen, also man kann wirklich Glück haben, dass man hier wirklich eine halbe Minute einfach an der Wand chillen kann. Das ist ganz cool. Als wenn er nicht trifft. Ich krieg die Krise. Hallo Vogel, baite dich. Und dann nochmal die Stacheln am Boden, ey. Ich glaube, man sieht so ein bisschen, was mein Problem hier ist. Dieser Kackboss, ey. Na nun, lass sie doch treffen. Mach doch jedenfalls eine vernünftige Pass. Mit einem Treffer? Das hab ich vergessen. Na gut. Neuladen. Und in der Phase jetzt hier ihn. Neuladen. So, Dumping, er wird gleich da oben hinschießen. Nicht reinspringen, bitte. Danke. Wenn ich in der Phase irgendwie 2-3 Mal treffe mit einem fetten Schuss und irgendwie nur einmal getroffen werde, dann. Aua, das ist okay, den nehmen wir in Kauf. Dann speichern wir. Nein, nicht in Sterblichkeit. Guck mal, jetzt schießt er nicht mehr nach links. Das ist gut, das ist schon mal sehr schön. Die Stacheln bleiben halt für immer, ne? Das ist halt das Problem. Ah, ein Stein kriegt aber auch genau in mein Face. Das wäre ja da doof. Wow, 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 Sicheln. Everywhere. Oh, ja, ja. Oh, ich habe einen fetten Schuss getroffen. Oh, ich speichere mal zwischen. Ich mache mal einen extra Speicherpunkt. Und wir versuchen es mal, weil es waren gar nicht so schlechte Hits dabei. Oh, Kugel. Irgendwas muss mich treffen. Komm, ein Hit noch. Ja, schnell unter ihn. Das mache ich immer so gern. Okay, die Stacheln hier unten sind trotzdem nervig. Oh Gott, ich wurde nicht getroffen. Habe ich das schon mal geschafft? Bin ich sicher. Und er verwandelt sich. Speichern! Wir haben noch kein Elixier verbraucht und ich habe mich echt gut getroffen. Jetzt. Kommt selten vor, deswegen das nehmen wir. Das ist die Chance, Leute. Ja, fetter Schuss. In den Magen. Nee, nee. Lachen Sie doch doof, Mensch. Das ist so feige. Treffer, sehr gut. Ja, okay, den nehmen wir. Egal. Ob dann Stein unterfällt oder nicht, ich kann's. Leider nicht. Ja, vorausahnen. Elixier. Nächstes. Da schon verwandelt sich schon wieder. Wollte aber nicht. Wollte doch. Ja, fetter Schuss getroffen. Gut. Das ist sehr gut. Ich will trotzdem noch nicht speichern, weil irgendwie ist mir das alles doch zu unsicher. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so einen nervigen Bosskampf gehabt habe. Glaub nicht. Also ich hing zumindest noch nie so lange an einem.
Entweder habe ich vorher aufgegeben oder es doch irgendwann geschafft. Durch Glück oder durch Können. Mal so, mal so. Dieser miese Harald, ne? Nur weil er sieht, dass er mich anders nicht treffen kann. So ein Assi, ey. Er cheatet doch. Ich meine, ich auch. Ich habe Elixiere, aber... Darf ich auch wohl? Er hat 500 Schüsse. Ich habe nur einen. So. Okay, ich speichere auch zwischen, ne? Aber das darf ich ja wohl auch. Ich meine, er hat hier wohl Stacheln hingelegt. Sack. Und Sterblichkeit ist doof. Oh, hab ich ein Schwein, dass die alle an mir vorbeifliegen. Bin hier perfekt, Leute. Hier kann mich nichts treffen. Warte. Wir kochen auf jeden Fall. Ich wollte runter. Neuladen. Warte jetzt mal einen Ticken. So? Ja, treffen. Oh Mann, ey. Da kommt kein Stein bei mir runter, aber das Scheißding mitten in mein Face. Junge, wie lange brauchst du zum Aufladen? Danke. Okay. Ah, natürlich. In der Sekunde. Neuladen. Ah, Mann. Nicht gut. Na doch. Hängen wir jetzt mal ganz gut an der Wand. Da. Habt ihr es gehört? Das war... Das passiert, wenn er von einem Unsterblichkeitsmod mitten in den nächsten wechselt. Und dass da eine Pause zwischen ist, ihn zu treffen. Dann schießt man nicht durch ihn durch, sondern trifft ihn, aber er kriegt keinen Schaden. Ein ganz, ganz netter und freundlicher Boss-Gegner, der überhaupt nicht unfair ist, oder? Er lässt uns alle Chancen, ihn fair zu bekämpfen. Wie man sieht. Er macht es auch nicht oft, das Unsterblichkeit. Das ist ja das Gute. Ja gut, jetzt kann ich die Wand vergessen. Neu laden. Einmal Stacheln an der Wand, okay? Zweimal Netze da. Ja, toll. Ich nehme mal einen Speicherpunkt davor, weil da hat er noch gar keine Stacheln geschossen. Vielleicht lässt er meine Wand mal komplett frei. Das wäre geil. Mann, hier Sichel, Alter. Sieht das ja auch. Oh Gott, okay. Kommen die drei? Okay, wenn die drei macht, kommen die irgendwie immer, glaube ich, im gleichen Takt drin, ne? Hui! Hör auf, geh weg! Lass mich Frieden! Okay, das spinnen die Dinger natürlich hardcore. Bin sicher, hier habe ich zumindest noch ein bisschen Energie, ey. Das muss ich ein bisschen eigentlich versuchen zu nutzen. Ich weiß bloß nicht wann. Auch wenn ich Reflexe hätte, wenn die Sichel mich hat, dann kann ich nichts mehr drücken, um auszuweichen. So schnell ist Firebrand nicht, egal wie man drückt. Also man muss es irgendwie vorahnen, glaube ich. Elixier! War der jetzt schon wieder vor. Na, jetzt hatte ich Stacheln. Ich glaube, jetzt kann ich es vergessen. Obwohl, die Höhe ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Oben ist mir wichtiger als unten. Ja. Hat er gehört, was ich gesagt habe? Ja, gut. Irgendwann, Leute. In ferner Zukunft. Wird er sich auch mal treffen lassen. Stimmt. Zum Beispiel jetzt. Herr Neuland. Muss hier irgendeinen fetten Speicherpunkt. Ah, das ist sehr geil mit den Stacheln. Den kann man nehmen. Ich meine, am Boden ist auch blöd, weil wir müssen irgendwann mal lang. Das ist blöd mit dem Ding, deswegen speichern wir erstmal noch nicht. Ja, ich wirklich beides kaufen. Ja, Neuladen. Na, da oben Stacheln in Schieß brauche ich gar nicht weiter versuchen. Das ist dann einfach zu kacke. Also es wird sich ja den kompletten Kampf ziehen. Ja, natürlich hat mich zweimal nebeneinander gekommen. Neuladen. Ja, okay, ich müsste eigentlich jetzt schon neuladen, weil das war der blödeste Treffer bisher. Wie gesagt, Spaß machst du nicht. Das ist einfach nur ein Akt hier, ey. Einfach nur Stress, purer Stress. Ohne den reinsten Funken. Spielt Spaß noch. Der ist leider Punkt. Ja, das Einzige, was Spaß macht, ist, dass man immer noch Fireband spielt. Der ist cool. Oh, es ist halt Demon's Quest. Das Spiel an sich ist cool. Gerne die gleichen Fähigkeiten. Das wäre vielleicht... Das wäre fair dann. Ja, aber würde halt ganz schön alt aussehen. Er kann sich halt auch aussuchen, ob die sich gerade fliegen oder drehen. Und die drehen sind halt die... Das ist die Hölle. Ich kann eigentlich schon Neuladen. Ich bin 100 Mal getroffen. Jo, Neuladen. So, tu mir einen Gefallen. Mach mir die Wand nicht kaputt. Und verwandle dich bitte nicht. Bleib so. Ich mag den Unsterblichkeitsmuster gar nicht, aber mit der Wand kann ich besser arbeiten als mit diesem Fettsack, der überall rumfliegt. Das ist gut, das ist gut. Speichern. Die Steine sind mal relativ gnädig. Okay, ich glaube, er verwandelt sich immer nach so einer Zeit. Mit dem Aufgeladenen getroffen. Es wird sich dann noch lohnen zu warten. Neuladen. Ah, Mister. Ja, muss ja irgendwie auch der Kugel ausweichen. Das ist auch das Geile. Du wirst getroffen, dann wirst du in den Wasserfall reingeschossen. Also wirst du dann auf jeden Fall zwei Meter getroffen. Das ist halt alles mies, Neuland. Er macht's auch wieder. Also, was ist los mit ihm? Okay, ich muss nur wissen, wenn ich gespeichert habe. Ich Neuland, er fand sie sofort zurück. Also muss ich sofort diese Form bekämpfen. Ich fand zuerst die andere Form schlimmer, weil er da wesentlich mehr rumballert. Und diesen Unsterblichkeitsmodus hat. Ich finde aber die hier schlimmer. Im Endeffekt, weil wegen der Kugel, wegen, du weißt nicht wohin. Beim anderen hast du zumindest so einen Punkt, okay, ich gehe an die Wand, spring ein bisschen hoch und runter, hier, keine Ahnung. Und hier, ohne Flachs, Leute, ihr habt es live miterlebt. Ich bin einmal, ohne zu getroffen zu werden, da rausgekommen. Und auch in dem, was ich zusammengeschnitten habe. Es ist, glaube ich, nicht einmal passiert, dass ich da mal rausgekommen bin. Nicht verlegen, nicht hinein. Du bist der Fehler aller Zeiten. Oh! Ja, gut, von oben, von hinten und von sonst wo? Von woher? Noch eine Seite vergessen, wenn sie rumfliegen?
Ich muss ja erstmal abwarten. Nützt ja nichts. Wenn noch 500 Dinger auf dem Gas voll, jetzt können wir es eigentlich vergessen. Verdammt. Versperrt. Okay, er hat nur einmal auf die Wand geschaut. Und immerhin was. Okay, da unten ist auch doof. Irgendwie, ne? Also einfach alles nach rechts ballern. Warum machst du es dann nicht? Das wird mir echt helfen. Super Schuss getroffen. Na, nicht wahr sein, ne? Na, immerhin so. Ja, der Boden sieht nicht so freundlich aus. Aua. Wir uns aber nicht von der Sichtlade unser Face getroffen. Also ich habe eigentlich nicht vor, jetzt nochmal 4 Stunden hier zu hängen. Es wäre schön, wenn dich langsam besiegen lässt. Gut, ich muss ja irgendwie... Ich will die Kugel immer wegbaiten. Aber wie? Oh Gott. Ich werde mich nicht nochmal getroffen. Das ist crazy tatsächlich. Mann, diese Hitbox. Oh Gott. Oh, das hat übel viel abgezogen. Ich glaube, ihn darf man gar nicht berühren. Das ist noch schlimmer. Alles zieht 2 ab, glaube ich. Außer er zieht 4. Mach das 2-mal. Ich war nicht mal unter dir, du Penner. Wozu machst du diesen Stampfer eigentlich? Für die Felsen wahrscheinlich, aber... Ja, genau. Alter Schwede. Ich wollte ihn getroffen, Kai. Geil. Steine nicht so richtig, nicht so wichtig. Passiert. Herabfallende Steine gibt's hier immer. Hier steht kein... Stand kein betreten Verbotenschild vor der Baustelle hier. Oh, was? Ah, Neuladen, ja. Der Plan ist folgender. Sich treffen lassen. Neuladen. Der Plan ist folgender. Erstmal gehen wir hier runter, weil die sich fingen alle oben lang. Wir wissen's, ich check's bloß manchmal erst bis zu spät. Wenn wir diese Phase hier halbwegs gut überstanden haben, was jetzt schon kacke ist, komplett kacke, Neuladen, dann speichere ich. Weil die Phase ist die schlimmste. Eigentlich müsste ich ihn versuchen, auch gar nicht so viel zu treffen, nur überleben. Aber es ist schon halb unmöglich hier alles. Ist immer gut, wenn er sowas macht. Also wenn die Kugel genau unter meinem Schuss langfliegt. Die Kugel kommt auch da. Das ist doch relativ weit oben. Dafür schießt er sich nicht. Na gut. Hat er vorgesorgt. Wohin? Wohin? Ich kann nicht hoch. Da ist er. Stacheln links weg. Sichern. Everywhere. Okay, er schießt auch nach oben. Wie war ja was. Ja, noch habe ich Energie. Boy. Oh, ich hab ihn getroffen. Also zweimal ineinander treffen oder halbwegs ineinander treffen, ist tatsächlich sehr viel wert. Ihr seht ja, wie auch der so ein Schwert mich macht. Quasi hier sind nett. Und wir können aufgeben. Ja, mein Lieblingsspot da oben weggehen. Den brauche ich für die Sicheln. Zumindest wenn ich mit der Wand arbeiten will. Neuladen, ne? Joa. Gott, ich bin oben geblieben, wurde nicht getroffen. So, ich sag's euch, ich versuche jetzt mal das Maul zu halten ein bisschen. Und ich sag euch Bescheid, wenn ich wieder speichere. Das ganze Neuladen, das reicht jetzt auch irgendwann. Das Video dürfte eh eine Überlänge haben. Wischen. Ja, das ist wirklich der allerschlimmste Punkt, wenn er ganz genau in die Mitte schießt. Der kam von unten. What? Ja, wieso macht er das denn jetzt immer in die Mitte? Was soll das? Ja, ich will nicht rüber. So ungefähr. Ja, ich kann halt nicht hoch. Ah. Neuladen. Ja, guckt ihr euch das an, wo die Stacheln sind. Ich darf eigentlich nur überleben, weil ich glaube, man muss ihn nicht treffen, damit er sich zurückkommt, ne? Dann noch einen Hit kann man geben. Aus dem Kugeln immer so schön hoch. Aber leider. Oh, echt jetzt, Neuladen. Ist nicht so gut, ey. Man fliegt natürlich genau immer so weit zurück, dass man mitten in dieser Flöre landet, ey. Oh Gott, ich sehe natürlich ganz viel. Oh, ich hab's es geschafft, da runter. Ja, das ist ein übelster Boss. Oh, ich hab noch getroffen, weil er zurückfahren will. Da geht's also nicht. Na, du mieser Hund, ey. Das darf ich Stangen wirklich nicht haben. Ich kann mal zeigen, wie es sonst aussieht. Also ich kann nicht laden, also krieg ich nicht hin. Ich krieg die Finger abgebacken nicht hin. So habe ich am Anfang auch gekämpft. Immer hier ein bisschen vor seiner Fresse rumkommen. Das kannst du vergessen. Du musst zu viele Knöpfe auf einmal drücken. Da ist die Wand schon echt geil. Das war richtig geil. Kugel oder Dings? Nimm die Kugel. Steine vom Himmel. Oh, er macht die nochmal. Und er verwandelt sich. Das heißt, er bleibt in der Mitte stehen. Das ist das größte, das ist die größte Scheiße, die er machen kann, weil die Kugel folgt natürlich weiter. Du kannst nicht weglaufen. Na gut, aber da sind wir relativ gut durchgekommen, würde ich mal sagen. Ich speichere jetzt gleich mal zwischen. Nein, mal so. Ich muss nur dran denken, da kommt gerade eine Sichel geflogen. Ah, er hat da oben geschossen. Okay, das ist ein blöder Speicherpunkt. Aber vielleicht geht's trotzdem irgendwie. Oh, außer wenn er nochmal dahin schießt. So, da hoch darfst du schießen. Das ist okay. Ich mach's jetzt zweiten Mal wieder anders. Ja, weiß ich nicht. Immer noch besser als der eben. Okay, hier stehe ich sehr gut. Momentan. Jetzt nicht mehr. Okay. Ach, neu. Sicheln, ganz, ganz blöde. Ganz, ganz blöde, weil die alle in meine Fresse fliegen.
Steine auch. Okay. Das ist jetzt ein sehr großes Pech, was hier passiert ist. Natürlich. Der ganze Boden ist voll. Guck mal, ich zeig das einfach mal. Komplette rechte Wand ist fast noch frei. Da soll er hinschießen. Oh, ich bin ausgewichen. Dieser crazy Gadut. Stein kann ich da nichts machen. Ich könnte natürlich versuchen runter, um noch schnell auszuweichen, aber das kann ich vergessen. Das ist sehr heftig. Ich muss den Sichel noch ausweichen. Ah, schießt. Ja, jetzt hat er einen nach rechts geschossen, aber da unten ist auch doof. Oh, ich stehe in den Stochen. Das nicht. So. Ja. Lass mal. Lass mal bleiben. Komm schon! Ja! Nee! Mann, gut. Ich lad doch lieber wieder den älteren Spieler an. Irgendwie war mir das zu doof. Ja, dafür habe ich ihn getroffen. Ja, das ist gut. Und die Kugel war weg. Cool, eine Millisekunde. Oh, nee! Das ist irgendeine Attacke davon. Am besten die Kugel. Hätten sie sparen können. Dann wäre eigentlich ganz in Ordnung. Ich meine, dieses Unsterblichkeit-Scheiß ist noch doof. Bei ihm hier. Lass mir den Stacheln halt random. Gut. Kann man sich drauf einstellen. Es ist ein Ticken zu viel. Für meine Verhältnisse. Schwer, schön und gut, aber das ist einfach nur höllisch anstrengend. Ah, schade. Ein Stachel. Hoch. In den Hals geben. Okay. Schnell weg. Und abschießen. Oh, wir haben zweimal getroffen. Das wäre vielleicht ein Versuch wert, auch wenn wir jetzt ein Elixier verbrauchen. Ja, es ist reingesprungen, geflogen. Oh nein, nicht hier, nicht hier. Ach, der Boden ist aber sehr voll, ne? Aber die Wand ist frei. Nicht mehr. Weiß ich jetzt nicht, was besser ist. Bin ich ehrlich. Aber kein Stein im Case. Das ist schon mal geil. Ah, jetzt fängt er mit der Wand an. Ich glaube, der Speicherpunkt war gar nicht so verkehrt. Den kann man öfter mal nutzen. Aua. Oder wir versuchen es einfach weiter. Aber das mit der Wand ist doof. Na, ich lad. Ich habe eh keine Elixier ausgerüstet. Oh ne, er macht schon wieder den. Er ist unsterblich und hat seinen Überstudel aktiviert. Das ist fair. Hui. Egal. Ah, der ist, ja. Okay, ich habe da eine Idee. Ist gar nicht so schlimm. Ich kann den Ball weglocken. Einfach. Nicht meine Wall. Nicht meine Wall. Och, Junge, Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du immer jetzt auf die Wand schießt. Was ist los mit dir? Ey, Alter, das... Ihr wisst, dass der random schießt, ne? Warum schießt er jetzt so gezielt? Was soll der Scheiß? Ich muss jetzt warten. Oh, er schießt ja die Sicheln auch noch. Ganz vergessen. Ja, ich weiß nicht wohin. Einmal werde ich hier getroffen. Kann da nichts tun. Er macht schon wieder gegen meine Wand. Was soll das? Ey, Digga, das ist nicht dein Ernst, ne? Na, er schießt immer hier gegen die Wand. Ich weiß nicht wieso. Eigentlich ist es random. Er schießt ja auch noch. Oh, no, no. Aber ich speicher gleich nochmal. Ich hab zwar keine Energie mehr, aber ich treffe ihn ganz gut. Weiß ich noch nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie oft er unsterblich ist. Wenn er nicht so oft unsterblich ist, nimm erstmal noch nichts hier. Ja, jetzt ist ein normaler Shot getroffen. Yes! Boden ist leicht voll. Mit Stachel. Mann, dieses Zurückballern ist auch immer halt kacke. Oh Gott, ich wollte. Ja, hoch oder runter wusste ich nicht, weil der kam mit Kugel. Oh, nicht an meine Wand geschossen. Er hat doch an meine Wand geschossen. Ich weiß nicht, ob ich nicht schon zu viel Energie verloren habe, vielleicht, ey. Oh Gott, okay, ich hab noch was. Diese Kugel, ey, ich habe jetzt schon wieder so wenig Energie. So, das trifft auch. Ja, ich hab ihn dreimal getroffen. Wieso schießt er manchmal sicher und manchmal nicht? Verstehe ich nicht. Okay, wir haben nochmal einen Speicherpunkt gesetzt. Hat zwar ein Elixier schon verbraucht, was doof ist. Aber ich habe ihn ganz gut getroffen. Okay, die stacheln wieder richtig mies. Hätte ich doch mal nicht speichern sollen, wa? Ja, aber er kriegt gleich einen Treffer ins Gesicht. Auch sonst denn, ne? Okay, wir versuchen es mit dem Stacheln am Boden. Kugel. Hier kann ich ja stehen. Hat er ordentlich Platz. Ist weg. Ja, die Kugel. Kennen wir schon. Nein, genau. Weggesnappt. Ja, ich versuche mal weiter. Vielleicht hat er ja tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ah, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch nur zwei Elixiere. Also es ist eigentlich verlorener Posten, würde ich sagen. Er freundet sich. Aber die Wand ist so schön frei. Das ist geil. Er schießt nach rechts. Das ist schön. Ah, helfen from the sky. Jetzt schießt er natürlich hier. Oh Gott, das war ja richtig dumm. Ich weiß auch, dass er nichts trifft. Aber ich wusste, dass er sich verwandelt. Okay, das kann ich nutzen. Ach, schade.
treffe ihn ja nicht. Stehne? Warte, ich bin Skiller. Rechtzeitig ausgewichen. Das ist natürlich blöd mit der Special, wenn er Bonus-Stacheln wird, ne? Dahin? Okay, egal wohin. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Das ist doof. Ich bin ganz gut gehittet. In der Form, die er eben hatte. Hoch. Meine Wand. Jetzt wird es langsam Zeit, dass sie auch was abkriegt. Ein bisschen mehr abkriegt anscheinend. Irgendwann ist sie halt mit Stacheln voll. Irgendwann geht ihr nicht mehr. Ich glaube, ich muss den Kampf doch nochmal komplett von Anfang anfangen. Oder einen Speicherpunkt aussuchen, der wirklich in Ordnung ist, weil... Wie, Leute, wie? Ich hätte ihn aber so geil. War noch ein Elixier, ist halt blöd. Oh, ich hab Special in... Oh, ich glaube, das Ding trifft mich. Ja, aber die Stacheln. Immerhin. Irgendwas hat mich getroffen. Und stirb einfach! Er will nicht sterben, Leute. Er will es einfach nicht. Ich will doch sterben! Der Hund! Okay. Er faded away. Leute, jetzt insgesamt, wie lange dauert die Aufnahme? 800 Stunden? Gefühlt? Ja, weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich auch nochmal 1,5 Stunden aufgenommen. Also insgesamt 6 Stunden. Nur an diesem Kackboss. Albert Slate. The Dark Demon. Endlich. Forever gone. He had lurked deep within the human world. Er hat sich erlauert. Ach, er hat tief in der Menschenwelt gelauert. Aha. Guck mal, er hat unsere Welt gerettet. Der Firebrand. Realizing that his true power was not derived. Er hat irgendwas realized. Er hat gemerkt, dass seine wahre Kraft noch nicht da war von den Zeichen. Wer? Firebrand? Was macht er jetzt? Firebrand dispose of all the crests. Also hat er wieder weggeschmissen? Was er andauernd macht? And set forth of Demonwheel. Ach so, er platziert die. Also 4 der Zeichen hat er für die Dämonenwelt. Und den Rest wahrscheinlich für die Menschenwelt. There he hoped to find a true warrior. Und er hofft, dass es einen wahren Krieger geben wird. Ein Krieger, mit dem er irgendwann wieder the glory of battle, also den siegreichen Kampf oder das Tolle im Kampf, das Glück des Kampfes erleben kann. Weil Ben ist halt ein Fighter. Och Leute, ich hätte nicht gedacht, dass der Dark Demon irgendwann mal klein beigibt. Meine Fresse. Nie wieder dieser Boss. The Crest of Infinity. Das Zeichen der Ewigkeit. Das ist. Wenn alle 6 Zeichen unten sind. We know all takes great all. United. The Crest of Infinity is at the pier. Das Zeichen der Ewigkeit. Es wird gesagt, dass es dann scheint. Ja, das kennen wir schon. Wir haben es ja auch schon. Und gib dem, der es hat, also dem Besitzer, unimaginable power. Unvorstellbare Kräfte. Jetzt schmeißt er ja wieder alle weg. Es ist doch jetzt das wahre Ende. Warum macht er denn das gleiche wie bei allen anderen? So gefühlt. Also ein anderes, besseres Ende gibt's nicht, Leute. Ich hab's für euch getan. Naja, für mich auch. Ich wollte es auch sehen. Und außerdem habe ich es nicht eingesehen, dass dieser Penner von Dark Demon die Oberhand behält. Meine Herren. Nie wieder. G-Gaggle, the Crown Gaggle. Jetzt werden die Gaggles tatsächlich nochmal vorgestellt, wa? Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur okay. Die sagen, das ist das Zeichen der Erde. Aber sie stellen auch die Gaggles vor. Okay, die Bosse kennen wir ja. Das ist alles wieder doppelt gemoppelt. Oder zum dritten Mal inzwischen. Es gibt übrigens noch ein Ende. Das schlechte Ende, glaube ich. Es gibt ein schlechtes, ein normales, ein gutes und ein wahres Ende. Leute, es ist ein Spiel aus den 90ern. Da gab es das nicht oft, dass es mehrere verschiedene Enden gab. Also ihr seht mal, es ist seiner Zeit voraus, dieses Spiel. Einfach nur unfassbar geiles Spiel. Außer der letzte Boss. Also Phalanx war geil. Außer der Secret Boss. Aber es gab auch einen Secret Boss, Leute. Was ich trotzdem sehr geil finde, dass es das überhaupt gibt. Man muss ihn ja nicht bekämpfen, wenn man nicht möchte. Das schlechte Ende zeige ich euch nicht. Das könnt ihr euch auf YouTube reinziehen. Vielleicht habe ich es auch hinter diesem Video nochmal reingeschnitten. Ich wollte unbedingt das wahre Ende haben und das haben wir geschafft.
Aerial Gargoyle. Der T-Gargoyle, der Tidal Gargoyle. Gargoyle, Legendary Gargoyle. So spielt man anscheinend gut. Der N-Gargoyle, der normale Gargoyle? Ich dachte, da steht jetzt F für Fire, aber na gut. Nicht. Unser Firebrand, wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben. Ist das etwa unser Firebrand? Kriegen noch ein Artwork zu sehen. Das gab's vorher nicht. The End, Leute. Den Rest habe ich ausgeschnitten. Es ist ganz interessant. Das Ende baut immer weiter aufeinander auf. Am Anfang wurden nur die Bosse gezeigt, dann die Bosse und die Quests, jetzt die Bosse, die Quests und die Gargoyles. Und anstatt nur ein wunderschönes The End am Schluss zu kriegen, kriegen wir jetzt ein komplettes Bild. In unserem Firebrand. Ist er nicht beautiful? Und das war's mit Demon's Quest. Kurzes Fazit zu dem Game, viel muss ich nicht mehr erzählen. Immer noch ein wunderschönes Spiel, eigentlich ist alles daran cool, außer der Dark Demon. Aber wir haben ihn endlich gebrochen, bevor er uns brechen konnte. Klar könnte man an der einen oder anderen Stelle rummäkeln. Durch die heutigen Spiele sind wir ja so einiges an Spielerfreundlichkeit und Erleichterung gewohnt. Aber man darf halt nicht vergessen, ein Spiel aus den 90ern, für diese Zeit ist das insane produziert, dieses Spiel. Und ich bin sehr froh, dass ich es mit euch erleben durfte. Was noch ganz interessant ist, ist, dass ich einen Zauberspruch und einen Trank gar nicht benutzen konnte. Mag vielleicht daran liegen, dass ich eine andere Version hatte. Hätte mir bei den Dark Demon auf jeden Fall geholfen. Aber naja, so hat es ja auch geklappt. Und jetzt, wie angekündigt, damit wir auch alle Enden komplett haben, das schlechte Ende. Ich beschwöre die Kraft des Himmels. Da ist sie, die Himmelsquest. Wir kennen sie schon. Was ist da los? Die blinkt. Das hat sie doch vorher nicht gemacht. What? Was? Bin ich nicht der Auserwählte? Und dann flackert Phalanx ein bisschen. Und wird nicht drin versiegelt. Wie beim normalen. Dann geht die Bock wieder down. Wie immer. Und ciao. Übermannt von der Überraschung. Der mächtige Phalanx. Oder so. Taken by surprise. Auf jeden Fall wurde er überrascht. Wurde durch Firebrand zerstört, bevor er die Kraft der Ewigkeit beschwören konnte. Konnte er eh nicht, weil wir hatten auch Quests am Start. Seine Rache war vollendet. Achso, nee. Dadurch, dass seine Rache vollendet war, verließ Firebrand die Dämonenwelt, um seine verwundeten Flügel zu erholen. Recover. Oder wie Nina sagen würde, recover. Oha, doch Special-Sequenz, das schlechte Ende? Aha, das normale war ganz schön lame. Da ist doch ein heftiger Demon am Start. Das haben wir doch so auch noch nicht gesehen. Ich habe niemals erwartet, dass Phalanx
besiegt werden könnte. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Ich denke mal, es wird Arma sein. Sieht auf jeden Fall so aus. Es ist, steht geschrieben, dass der, der den König besiegt, regieren soll. Das nächste Mal bin ich am Zug. Oder ist meine Zeit gekommen. Also Arma ist geil auf den Thron. Aha. Mit dem Sieg über Phalanx oder halt sein Besiegen, das Dämonenreich verliert all seine Ordnung und fällt in Anarchie. Aha, also hatte Phalanx doch einen Sinn. Viele fragen sich, unter den Lebenden fragen sich nun, also die unter Phalanx, meine Güte, unter Phalanx Regeln gelebt haben, fragen sich nun, könnte es schlimmer sein? Ja, anscheinend. Nämlich, wenn du alle Dämonen gegen dich hast und nicht nur einen, der auf Boss macht. Also die Dämonenwelt geht zu Bruch, weil Firebrand sich verzogen hat. So ein Mieser. Und das ist das schlechte Ende von Demon's Quest. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Game. Peace, Leute, ich bin raus. Bye, bye.